drauf und damit, meine Damen und Herren, das zweite Halbfinale geht genau jetzt los. Team Giganti gegen EG Gaming. Ordentlich Hype nochmal im Chat, weil wir starten direkt auf dem University Part und das heißt Tanks, Tanks und noch mehr Tanks. Ja, warst du mittlerweile schon wieder öfter in der Universität? Nee, wahrscheinlich nicht. Lass nicht drüber reden. Ist wohl nur ein Overwatch so deins, denke ich mal, habe ich das Gefühl irgendwie. Aber da bist du relativ häufig in letzter Zeit auf Oasis hier auf dem Universitätspart. Aber ja, die beiden Teams starten jetzt hier, Team Giganti gegen Eagle Gaming. Haut nochmal ordentlich Hype in den Chat und dann geht's jetzt auch schon los. Und scheinbar laufen beide Seiten jetzt natürlich erstmal mit den Tanks auf. Das heißt, wir sehen hier keine Fahrer, wie wir es oft gesehen haben tatsächlich, sondern beide wollen sich jetzt ordentlich mit den Tanks bekriegen und sich ordentlich die Pflege von Brigitte um die Köpfe schlagen. Und das Interessante dabei ist, dass Ripper für den Zenyatta geht und nicht für die Moira. Das heißt, EG Gaming hat zwar mehr Sustain, trotzdem aber der Discord auf Superplug kann natürlich ganz schnell das Duell für LH Claudi gewinnen. Einfach nur, weil einfach Superplug viel mehr Schaden frisst. Und das ist eine aggressive Variante in so längeren Fights, aber natürlich fehlt da einfach das Healing und ihr EG Gaming, diejenigen, die aggressiv nach vorne gehen. LH Claudi droppt schon ziemlich low und wird gecharged, aber trotzdem Superplug war zu low, wird hier fallen. Einfach nur wegen dem Discord, denke ich mal. Und damit auch die nächsten Kills hier für Team Giganti rattern hier einfach runter. Sehr, sehr stark. Sehr diszipliniert und EG Gaming zurück im Spawn. Was natürlich schade ist, denn gerade der Charge jetzt auf LH Claudi, der fast down gegangen ist. Ich glaube, das wäre halt die Eröffnung gewesen, die sich EG Gaming da versprochen hat. Hat leider nicht ganz funktioniert und sie wurden dann selber zurückgedrängt. Ihre eigene Brigitte ist down gegangen. Naja, und dann ist der Fight auch ganz schnell rum und die ersten Prozente laufen hier Richtung Giganti. Aber das ist hier noch lange nicht verloren für EG Gaming, die jetzt natürlich neu angreifen wollen. Andererseits auf der anderen Seite natürlich Ripper, der schon seine Transzendenz ready hat und LH Claudi, der jetzt auch shattern könnte. Aber hier kommt auch direkt der Rally raus zu Shatter 2K. Das ganze Team hier im Anmarsch und Superblock ist auch direkt down. Richtig stark von ihnen gespielt und damit können sie auch weiterhin hier die nächsten Kills sich einheimsen. Ein bisschen in Spawn sogar die Leute hinterherjagen und Devin auch schon hatte die Grab und jede Menge Charge. Genauso aber wie Hades, weil der lässt sich da nicht lumpen. Wirklich einer der Sarias, der so schnell jedes Mal die Grabs charge. Genauso wie in dem Fall. Trotzdem muss man natürlich sagen, Giganti gerade zwei Ults eingesetzt, um das Ganze zu verteidigen. Und hier geht direkt der Grab raus und die Diva-Bomb kommt raus und kann einen abholen, immerhin. Ja, und damit auch die Chance gegeben, jetzt für EG Gaming einfach nur drüber zu fahren. Einfach nur, weil Hades wieder die Ultimate bereit hatte, die Combo sitzt und EG Gaming sichert sich die ersten Prozente. Ja, und das wird jetzt auch Zeit. Ich meine, 60% schon aus Seiten von Giganti. Das heißt, du musst da langsam nachsetzen, um eben Giganti nicht weglaufen zu lassen. Denn wenn die mit zu großen Schritten nach vorne rennen, dann wird es sehr, sehr schwer, eben diese Map-Teil für sich einzunehmen. Aber jetzt aus Seiten von Giganti natürlich auch eine Menge Ults, die eingesetzt werden kann. Außer die beiden, die vorhin schon eingesetzt werden, wurden, hat man jetzt hier fast alles ready und kann da jetzt wirklich reinstarten, um den Gegner anzugreifen. Der Shatter geht raus, kann aber nichts holen und der Gegenshatter kommt. Drei Leute auf dem Boden von Superblock, richtig stark von ihm gemacht, weil gerade Team Giganti im Anmarsch war, um ihre eigene Combo durchzuziehen. Aber Superblock, der macht sich hier einen Namen und möchte zeigen, wer hier der Reinhardt auf dem Platz ist. Ja, hat hier wirklich zugehört und will den jetzt eines Besseren belehren, sagt hier LH Claudio, wer ist das denn? Mit dem schrubbe ich hier den Boden auf und hau einfach meinen eigenen Shatter in ihn rein. Und das hat natürlich gut funktioniert. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass Giganti eben nur noch die Diva-Zaya-Kombo hat, die aber auf ihrer Seite immer so gut funktioniert hat, weil RCK einfach seine Diva-Bombe so stark wirft. Und die kommt jetzt auch der Graf raus und die Diva-Bombe geht auch raus. Und damit auch direkt die ganzen Kills jetzt hier für Team Giganti können da mit dir den Fight locker klären und den Punkt an sich reißen. Aber guck mal, bei EG Gaming, da läutet schon, die können es kaum erwarten, ihre Ultimate zu drücken. Ja, die haben gerade nur die Sparflamme gefahren und gesagt, okay, wir heben uns unseren Spaß hier auf für die nächste Runde und für den nächsten Angriff. Und das ist natürlich auch notwendig. Ich meine, Giganti wird hier auf die über 90% zulaufen, bevor EG Gaming das Ganze einnehmen kann. Und da brauchst du halt auch deine Ults. Du brauchst sie jetzt natürlich zum Angreifen und du brauchst sie auch gleich, um dann den Punkt weiterhin zu verteidigen. Und jetzt kommt hier direkt der Graf zum Engagen. Oh, sieht LH Claudi wegen dem Schild durch die Wand, kann direkt den Self-Destruct setzen, aber LH Claudi kann sich schilden und den Shatter da setzen. Da liegen ein paar auf dem Boden, aber er kriegt leider die Kills nicht abgefahren. Und beide Reinhardt sind hier down. Die Hammer bleiben erstmal im Spawn. Und jetzt geht's hier weiter. Was kann der Rest erledigen, ist die Frage. Devin, derjenige, der den nächsten Kill jetzt hier setzt. Team Giganti marschiert nach vorne, kann weiter entgegenhalten. Devin hält hier weiterhin stand und das sieht gut aus. Overtime tickt runter und Team Giganti mit dem ersten Punkt. Was natürlich sehr schade ist an der Stelle. EG Gaming musste da gerade alle ihre Ultimates einsetzen und konnte doch nicht den erhofften Erfolg damit einheimsen. Und wenn du dann so krass abgewehrt wirst, einfach von den gegnerischen Ultis, die dann in der Unterzahl waren eigentlich,
dann ist es natürlich schade und du hättest dir den Punkt eigentlich so verdienen können. Aber Eagle Gaming soll das Ganze hier natürlich noch nicht abschreiben. Natürlich haben sie jetzt den ersten Map-Part verloren, aber das heißt noch gar nichts, denn zwei weitere könnten noch folgen. Zwei weitere könnten sie sich natürlich holen. Die Frage ist jetzt, ob sie weiter eben dieses Tank-Lineup gegen Giganti spielt, die ja quasi genau das gleiche spielen. Also sie sind ja eben auf einer Ebene, aber Giganti spielt das gerade ein bisschen besser runter und nutzt auch ihre Ults halt ein bisschen besser, selbst wenn sie in der Unterzahl sind. Aber mal gucken, ob Eagle Gaming das eben auf diesem Map-Part anders umsetzen kann, ob sie sagen können, okay, das konnten wir jetzt ein bisschen besser und dann holen wir jetzt uns auch den Map-Part. Es startet jetzt direkt, beide Teams laufen natürlich wieder mit ihren Tanks, mit Brigitte und den beiden Heilern aufeinander zu. Und mal schauen, wer hier dieses erste Aufeinander-Clashen gewinnen kann. Das ist halt ein sehr schönes Gameplay einfach gewesen, gerade von beiden Seiten. Giganti, die sich da erstmal mit weniger Heal natürlich zurückgezogen haben, aber genau wussten, unsere Transzendenz ist gleich da, haben diese dann gezogen, aber die Gegenseite hat das natürlich bemerkt, direkt den Chat da rausgezogen und diesen Angriff halt gestoppt. Und das ist halt ein wunderschöner Move, einfach von Eagle Gaming und super Plug an der Stelle gewesen, der wieder gezeigt hat, okay, der kann Reinhardt definitiv spielen. Giganti muss sich jetzt hier aber was einfallen lassen, denn jetzt werden sie definitiv gegen eine Ult-Kombo laufen, die sie ja da erwartet. Oh. Nee, die werden hier auch erstmal komplett zurückgepusht und vor allem Ripper jetzt spät down gegangen. Sein Team muss da auf ihn warten. Aber Hades muss natürlich jetzt auch aufpassen, dass er da vorne nicht weggepickt wird. Will aber natürlich seinen Ult-Charge möglichst erhöhen, um den Graf ready zu haben. Denn Giganti hat da auch einiges ready. Kann natürlich den Graf einsetzen. Hat jetzt Rally, um zu engagen. Und da ist die Case-Bombe ist auch schon wieder da. Das heißt, das könnte ein bisschen wehtun, wenn die sitzt. Und hier kommt auch direkt der Graf und die Bombe geht auch raus. Kann über den Rest durchmarschieren, kann da Gas geben und kann versuchen, da natürlich weiter durchzumarschieren. Ja, jetzt sollte es wieder an sein. Es tut mir leid. Und damit auf jeden Fall gehen sie jetzt hier nach vorne und sichern sich den Fight. Sehr stark gemacht, Team Giganti, jetzt mit den ersten Prozenten. Ja, du bist mal kurz in dich gegangen, hast mal kurz geschwiegen, um dieses Match Revue passieren zu lassen, was bisher passiert ist. Kann halt mal passieren. Und jetzt natürlich Giganti das Ganze geflippt und das ist natürlich auch notwendig. Denn 70% schon auf Seiten von Eagle Gaming, die jetzt auch mit einer Menge Ults warten und der Shatter geht raus, kann aber nichts holen. Und damit jetzt ja auch ist das die Option für Eagle Gaming zurückzuschlagen. Sehr schöner Block von LH Cloudy. Genau wichtig, haben immer noch die Transcendence. Jetzt kommt aber die Soundbagger und Eagle Gaming marschiert nach vorne. LH Cloudy, das gefundene Fressen wird hier einfach von Lilbo verspeist. Und damit gehen sie weiter nach vorne Richtung Punkt. Hades mit jede Menge Charge. Shader 2K, der nächste, der dem Adler zu Opfer fällt. Und damit können sie hier die Kontrolle so langsam aber sicher wieder an sich reißen. RCK ist auf dem Highground, versucht auch weiterhin zu contesten, weil Giganti möchte natürlich so viel Prozente wie möglich noch hier rausreißen. Aber im Endeffekt ist das noch weiterer Ult-Charge und Eagle Gaming nimmt den Punkt wieder an sich. Ja, wichtiger Flip hier von ihrer Seite, denn jetzt können sie auf die 99% zulaufen. Natürlich wird Giganti dann nochmal engagen und wird dem Ganzen nochmal entgegenstehen. Aber prinzipiell kann Eagle Gaming das vielleicht jetzt früh halten und sagen, okay, wir können jetzt hier mit unserer Diva-Bomb und mit Hip, der natürlich seine Transzendenz auch ready hat, das Ding noch halten und vielleicht auch den ersten Map-Point für uns auch vor Aces holen. Aber Giganti wird da was gegen haben, haben selber natürlich die Transzendenz ready. Und auch die Diva-Bomb von RCK kann einiges an Schaden anrichten. Und da kommt direkt der Ref und die Diva-Bomb geht wieder raus. Oh, aber leider sind die alle nicht gefallen. Der Schild, der Charge kam ein bisschen zu spät. So, du konntest das doch noch blocken. Jetzt kommt da die eigene Graf. Da wird nochmal aus die Kerr reingezogen. Wird auch direkt seine Mac verlieren. Der Shatter aber wieder geblockt. Von Super Plug, der einfach hier eine super Arbeit macht. Und Team Giganti muss gucken, wie sie da nochmal reinkommen. Der Charge von der Lichtschau trifft auch hier Lilbo. Und das sind nochmal gute Kills. Die können dann nochmal durchschwingen. Soundbell auch mit dazu. Und Super Plug wird auch fallen. Richtig stark, dass Giganti das trotzdem nochmal drehen konnte.
Das Schöne ist jetzt natürlich auch, dass Superplug da nicht seinen Chatter mehr genutzt hat und gesagt hat, okay, ich behalte den jetzt einfach für den nächsten Push, denn wir brauchen den natürlich. Wir wollen hier den Punkt zurückerobern und müssen natürlich auch schauen, dass wir eben jetzt hier diese 99% zu 100% machen und die Map für uns entscheiden. Giganti hat jetzt nämlich keine Ults dagegen. Hier wird jetzt erstmal mit Brigitte wahrscheinlich gleich engaged. Man hat die Soundbarriere und auch der Chatter natürlich ready von Superplug. Das könnte interessant werden und das könnte auch ein wichtiger Push werden hier. Und der ist aggressiv. Lebo vorne mit dabei. Weiß natürlich da, möchte das Team in die Ecke drängen. EG Gaming versucht nach vorne zu kommen. Transcendence gegen Transcendence. So schnell wird erstmal keiner fallen. Aber Ultimates können aufgebaut werden. Und das ist hier das Wichtige. LH Cloud, der hat seinen Chatter. Und oh mein Gott, der war gewaltig. Drei Leute drauf. Die kommen noch mit dazu. Weil sie wissen, das ist wahrscheinlich der letzte Fight in Self-Destruct. Brauchen sie auch gar nicht. Team Giganti mal wieder mit der Kraft von LH Cloud halten ihr Stand. Und das ist so bitter für Eagle Gaming, die hier eigentlich nur noch drauf pushen mussten und drüber fahren mussten, aber es reicht halt einfach nicht. Und jetzt müssen sie sich beeilen, die 99% laufen hier und lief jetzt auf dem Wrecking Ball, der da erstmal drüber rollt und erstmal guckt, dass die Overtime natürlich auch getriggert wird und jetzt erstmal in die Gegner reinrascht, um da möglichst viel Schaden zu machen und das ging erstmal schief. Ja, und Shadow ist jetzt auch down, sie haben jetzt auch den Selbstschlag, sie haben auch Tür, sie haben halt die Ultimates, weil Giganti gerade alles benutzt hat. Eagle Gaming kann das dann doch nochmal drehen mit der Hilfe der Girl von Hades mal wieder. Schaffen sie das Unmögliche und Team Giganti, haben sie da eine Chance? Haben sie jemanden, der noch irgendwie contesten kann? Jawohl, OCK hat sich versteckt, genau richtig. Ready kommt raus, aber nein, er ist auf dem Highground nicht rechtzeitig wieder runtergekommen. Und das wird hier nochmal spannend, Micha. Das wird halt wirklich spannend, denn auch wenn ACK gerade zu hoch geflogen ist, war das halt nochmal wirklich ein knappes Ding. Ich meine, Giganti lag erst so weit hinten, konnte es jetzt nochmal auf 99% auf ihrer Seite voll aufdrehen und hat Eagle Gaming da tatsächlich nochmal auf den falschen Fuß erwischt, aber die haben sich davon gar nicht beirren lassen am Ende. Auch wenn ihr eigentlicher Push fehlgeschlagen ist, haben sie den danach gut umgesetzt, haben dafür gesorgt, dass sie eben da durchkommen und Superplug hier wieder super stark am Start und sorgt dafür, dass sein Team halt wirklich den Tank-Support hat, den es auch braucht, gerade vom Schild her. Ich meine, er hat einige Shatter gerade geblockt und das ist natürlich wichtig. Und jetzt sehen wir hier Änderungen von Giganti, die sagen, okay, wir wollen jetzt diese Tank-Kombo nicht mehr spielen, sondern wir gehen jetzt auf Dive drauf mit einer Sombra zusammen. So, und das wird interessant, ob sie da auch sehr schnell das ganze Mindset halt so umdrehen können, weil es war halt super knapp und jetzt ist es ein ganz anderer Playstyle. Aber trotzdem, Shedder muss jetzt hier was beweisen und ich denke, er ist der Aufgabe gewachsen. Er hat viel Flexibilität schon bewiesen und ne, da wird einfach nur gescoutet und gehen wieder zurück und bleiben immer noch bei der Tank-Op. Also doch, möchten sich da nichts nehmen, wissen ganz genau, das ist wohl ihre beste Chance und das ist halt auch umso interessanter. EG Gaming sieht das aber kommen und hält direkt hier an der Tür und bekommen auch Shedder. Das ist der beste Charge, den du wohl machen kannst auf die Brigitte. LH Cloud ihn damit auch ohne Unterstützung einfach, ohne Stunts. EG Gaming ganz klar mit dem Vorteil, können jetzt einfach hier drüber rennen und sich schon so viele Ultras sammeln. Leaf ist jetzt schon bei 60%, Shedder gerade mal bei 20%. Ja, das ist halt das Problem. Du musst dann versuchen, möglichst schnell wegzubekommen, deine Leute, damit du halt nicht lange gestaggert wirst, dass du diesen ersten verlorenen Fight direkt abhaken kannst. Aber das hat Eagle Gaming eben nicht zugelassen. Die sind da aggressiv hinterhergegangen und da hattest du ja auch schon auf 71% mit seiner Saya, was halt krass ist, wenn man bedenkt, Devin hat erst 40%. Also sein Graf wird definitiv schneller ready sein und er ist auch schon wieder auf 100% oder ist der Graf auch schon wieder ready? Richtig stark. Ich weiß nicht, wie hart es das macht, aber davon kann man sich definitiv eine dicke Scheibe von abschneiden. Aber auch von Team Giganti, wie aggressiv die nach vorne pushen. Kriegen damit die ganzen Kills. Ich weiß nicht, Eagle Gaming, ich glaube, die sparen ihre Ultimate. Wissen ganz genau, das können sie nicht mehr drehen. Und jetzt ist Devin halt auch fast auf dem gleichen Level. Ja, und jetzt ist es vor allem auch so, dass die Eagle Gaming schon 33% auf ihrer Seite hat, die sie natürlich erstmal einholen müssen, die Giganten. Aber trotzdem hier natürlich Devin, du sagst es schon, hat jetzt die Graf auf der anderen Seite, aber natürlich trotzdem auch die Graf schon ready. Ebenfalls Leaf, der mit seiner Brigitte und seiner Rally natürlich ordentlich für Stung sorgen kann für sein eigenes Team. Und Superflug hat auch schon wieder seinen Shatter Rally und der trifft ihn heute ganz gut. Also das könnte gefährlich werden. Aber da wurde der Graf gefressen. Beide Grafs gefressen. Oh, was ist das denn hier? Das ist ja wirklich ein Wettessen von den was, aber der Shatter kommt mit dazu. Drei Leute auf dem Boden. Superplug wird trotzdem down gehen. Kriegt den Schild nicht rechtzeitig hoch. Und Eagle Gaming mit dem Vorteil. Was zum Teufel. Die Teams sind sich so ähnlich. So stark, wie sie aufpassen. Aber Eagle Gaming in diesem Fight dominanter. Ich meine, wir haben noch drüber gesprochen, wie ähnlich diese Teams einfach fighten und was das heute wohl für ein Kampf wird. Aber dass sie einfach dieselbe Idee haben und beide Divas einfach dasselbe machen, unfassbar stark auf beiden Seiten, muss man halt einfach sagen. Dass Giganti jetzt den Punkt verloren hat, ist dann natürlich schade für ihre Seite. Aber Eagle Gaming da klar einfach besser agiert mit ihrem eigenen Chatter und Superplug, der da wirklich stark unterwegs ist, selbst wenn er natürlich früh down gegangen ist. Aber jetzt neuer Versuch von Giganti. Und LH Cloudy will natürlich auch zeigen, dass sein Chatter genauso gut funktionieren kann. Oh. Und da bekommt direkt ein Engage mit dem Chatter.
So sieht es aus. Die liegt auf dem Boden, aber trotzdem haben sie da den Sustain. Sie haben die Trance. Alice Cloud, die schwingt aber trotzdem weiter in der Hammer durch. Kann vielleicht gleich den nächsten Shatter direkt bekommen. Die Soundbarrier hält hier gut stand und Superflug kommt nicht näher. Der wird direkt fallen. Und das ist die Option für Giganti weiter nach vorne. Diesen Fight werden sie wohl gewinnen. EG Gaming zurück in den Spawn befördert. Und jetzt wird es interessant. Die nächste Grab von Devin steht bereit. Aber Superflug genauso mit dem Shatter. Oh, Nico kann noch ein bisschen contesten. Ja, und das ist natürlich jetzt schwierig hier. Giganti, die einige Prozente dadurch verlieren, denn das ist jetzt eine Weile gewesen und er kommt jetzt zwar spät aus dem Spawn, aber hat dafür gesorgt, dass eben noch fast 10% auf Seiten von Eagle Gaming draufgelaufen sind, die jetzt schon auf 90% hängen. Und Giganti muss das erstmal abholen, denn 40% erst auf ihrer Seite. Trotzdem jetzt diese Kombos, die von beiden Seiten rauskommen und trotzdem immer komplett negiert werden, das ist einfach stark wie ähnlich, beide Teams, die hier gerade agieren. Und Giganti jetzt hier natürlich mit dem Graph wieder ready und ACK könnte da die Bombe hinterher werfen. Ich meine, er hat es schon gezeigt, dass es funktioniert. Heute noch nicht so sehr wie die letzten Tage, aber Brigitte zieht hier jetzt erstmal das Rallye für Eagle Gaming. Oh, ich glaube, sie suchen die Option, da den Slam Shatter zu setzen. Genauso wie Team Giganti. Und Superflug ist direkt aus. Dein Shatter bleibt zu Hause, Freundchen. Und damit geht's auch direkt weiter auf Hades. Der wird fallen. Keine Chance mehr. Team Giganti fährt hier einfach drüber. Und auch Lilbo, der geht hier einfach zur Straße und lässt sich kurz mit dem Taxi nach Hause fahren. Er muss jetzt nicht mit dem Taxi nach Hause fahren. Lilbo, das Ganze ist noch nicht vorbei. Du kannst hier nochmal zurückkommen. Aber vielleicht holt er sich jetzt einfach Verstärkung, holt jetzt sein Team im Spawn mit dem Taxi ab und dann wird hier nochmal drüber gerollt über Giganti und die letzten 11% für ihre Seite eingenommen. Aber auch Giganti jetzt natürlich schon fast auf die 90% und gehen jetzt sehr aggressiv rein. Der Shatter kommt direkt raus. Ah, aber trotzdem die Transcendence wieder auf beiden Seiten. Der Sustain ist da zur Stelle und die Bombe kann gefährlich werden. Alice Cloudy aber bleibt mit seinem Schild standhaft. Ist zwar schon ziemlich laut. Superflug kommt aggressiv nach vorne und das wird knapp. Alice Cloudy hat hier fast seinen Shatter bereit, aber da wird er voll in Superblock. Mit dem Charge holt er gleich zwei, weil einer reicht dem Jungen einfach nicht. Schwingt hier sich weiterhin durch, hat den Shatter bereit und lässt es krachen. Shatter 2K, der wird hier einfach auf den Boden geworfen und EG Gaming mit dem Vorteil trotzdem noch ein paar Prozente. Giganti kann vielleicht wieder contesten. Get Devin ist auch kurz vor seiner Griff. Mal schauen, ob sie es schaffen. Also ich glaube, Superflug hat heute Morgen Super Müsli gegessen. Ich weiß nicht, was los ist mit diesem Jungen. Und holen jetzt noch spät Ripper. Und das ist natürlich bitter, wenn du jetzt einen Supporter weniger hast auf dem Punkt. Auch wenn er natürlich noch keine Ultra-Ready hat und noch weit davon entfernt bist. Musst du jetzt auf diesen Punkt drauf pushen in der Overtime. Oh, das ist ärgerlich. Die Soundpayer kommt nicht raus. Ehrlich, Claudia muss auch irgendwie was machen, weil sonst natürlich kann keiner mehr zum Contesten kommen. Und meine Damen und Herren, Eagle Gaming gewinnen hier Oasis. Wer hätte das gedacht, nachdem wir doch recht eindeutig für Giganti gewotet haben. Ich glaube, Eagle Gaming hat gesagt, okay, diesen Cast, dann den zeigen wir das heute. Und Superblock hier unfassbar stark einfach agiert, haut einen Shatter nach dem anderen raus und sorgt halt auch dafür, dass LH Cloudy Shatters teilweise nichts einfach vergehen. Aber auch die anderen Tanks unfassbar stark gespielt. Ich meine, dieses Zaya-Kombo bzw. Zaya-Graph aufessen. Ich meine, wann hat man das letzte Mal gesehen, dass das gleichzeitig oder fast gleichzeitig auf beiden Seiten passiert und beide Graphs wirklich aufgegessen werden und dementsprechend komplett negiert werden. Aber auf beiden Seiten auch starke Combo-Plays, die halt von einem anderen Team komplett negiert werden. Ich meine, das ganze Team hängt in der Graph und kann kein Follow-up gebracht werden, was halt wirklich schade ist, aber stark gespielt und Eagle Gaming hat sich hier wirklich gut reingekämpft. Aber wir gehen erstmal eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter mit diesem spannenden Match.
Was ein interessantes Match. Team Giganti liegt 0-1 hinten. Und ja, das hätte wohl keiner gedacht, wirklich. Also, die haben da gerade richtig hart gestruggelt und Eagle Gaming hat sie echt einfach in die Schranken gewiesen, kann man nicht anders sagen. Und dementsprechend auch verdient die erste Map gewonnen. Ich meine, wer hätte das erwartet, dass die jetzt so aufdrehen? Ich musste mit der Pause erstmal den Schweiß von der Stirn wischen. Das war ja wirklich haarsträubend, was die gerade gezeigt haben. Diese ganzen Kombos, die da rausgefahren wurden von beiden Seiten, die nehmen sich wirklich nichts. Und es ist genau das Match, was ich mir erhofft habe. Ich glaube, oder beziehungsweise ich hoffe, es bleibt jetzt so. Denn wenn beide Teams jetzt dieses Setup auffahren und sagen, okay, wir rennen unsere Tanks ineinander, bis kein Gras mehr wächst und schenken uns vor allem auch nichts, dann könnte das hier heute sehr, sehr spannend werden und könnte vielleicht auch in 5 Matches gehen. Aber jetzt muss Giganti natürlich erstmal zeigen, was sie drauf haben. Denn die liegen jetzt hinten, sie müssen beweisen, okay, wir sind hier die Giganten, wir wollen hier als Sieger rausgehen. Ich meine, wir haben gestern gehört, sie sind mit super Stolz geschwellter Brust am Start und wollen hier natürlich auch den Sieg heute einfahren. Aber da müssen sie jetzt erstmal nachlegen und auf der nächsten Map zeigen, was sie drauf haben. Und einfach wird das heute hier definitiv nicht, denn Super Plug auf Eagle Gaming Seite zeigt wirklich was Großartiges. Also der hat wirklich seinen Reinhardt unter Kontrolle und hat auch dementsprechend Giganti teilweise sehr unter Kontrolle. Und die nächste Map, es könnte keine bessere sein, King's Row. Und das wird einfach nur wunderschön für Main-Tanks anzusehen sein. Also wenn ihr irgendeinen Kumpel habt, der zufällig Tank-Main ist, ruft den direkt an und der soll auf jeden Fall zuschauen. Das Matchup wird in die Geschichte eingehen. LH Cloudy gegen Superplug haben sich schon gerade so ein krasses Duell hier abgeliefert. Und ich denke, auf King's Row wird es nicht anders aussehen. Und das wird richtig, richtig krank. Also auch sehr schöne Zusammenarbeit von beiden Seiten. Deshalb möchte ich nochmal jede Menge Hypes in den Chat und natürlich wissen, für wen ihr seid. Seid ihr für Team Giganti? Lasst es uns wissen mit einem Hashtag GIGWin. Und wenn ihr sagt, Eagle Gaming macht das Ding, dann natürlich Hashtag EGWin in den Chat. Ich glaube, das ist immer noch ein ziemlich Favor für Team Giganti und die liegen 0-1 hin. Also wer weiß, wo sind die Eagle-Fans? Lasst es uns wissen und zeigt einfach euren Support, weil ich glaube, das Matchup ist richtig, richtig krass. Ja, ich nehme mal kurz mein Handy, ich muss mal Victor anrufen. Nosorino hat es mir gesagt, dass Tankmains angerufen werden sollen. Da solltest du auf jeden Fall mal ordentlich hinschauen. Aber jetzt hier. Der Notizblock ist rausgeholt, aber ich schreibe mir auf immer. Aber ich hoffe, du hast einen großen Stift, weil der wird definitiv leer, wenn man sich das hier anschaut. Ja, Giganti hier als erstes in der Defense und die am Start mit einer Pharah in der Defense, was man ja tatsächlich nicht so häufig sieht, muss man ja einfach sagen. Und könnte natürlich für eine Menge Damage sorgen, könnte aber auch sehr, sehr gefährlich für sie ausgehen, wenn eben Eagle Gaming hier im Spawn einfach mal die Sniper auspackt. Devin holt sich hier direkt Hades erstmal ab. Ja, das ist schon mal eine gute Eröffnung hier für Devin und natürlich auch direkt für Eagle Gaming die Nachricht. Ja, also entweder ihr spielt auch eine Widowmaker oder es wird brenzlig für euch. Und das ist halt das große Problem, die große Schwachstelle von Eagle Gaming. Sie haben nicht wirklich starke Widowmaker-Spieler, gerade jetzt auch in diesem Lineup. Und deshalb müssen sie schauen, wie sie da vorangehen werden. Und ja, ich denke mal wieder, es wird sein, diese drei Tanks. Und damit möchten sie mit dem Roadhog schauen, dass sie da irgendwie rankommen. Und das halt Shedder auf der Ferber direkt eine gute Antwort. Ja, und der macht halt vor allem auch eine Menge Damage, gerade mit dem Mercy Boost, den er da hinten dran hat. Aber jetzt Giganti hier versucht, Devin wegzuholen. Leaf ist direkt mit der Widow am Start und hier direkt natürlich auf den Punkt gefightet. LH Cloudy geht da runter, geht aber auch ziemlich down und fällt. Damit haben sie wohl gar nicht gerechnet, dass Leaf da doch noch im Spawn geblieben ist. Habe ich auch nicht ganz mitbekommen. Und dann mit der Widowmaker direkt hier Devin überrascht. Sehr schön, überlegt einfach und damit ja der erste Punkt gehört ihm. Ich meine, die Idee von Giganti war ja gar nicht schlecht, damit der Fahrer zu agieren, um möglichst viel Damage rauszukriegen. Aber die Ausführung hat nicht ganz so funktioniert, vor allem, weil eben Devin so früh gefallen ist durch den Widow-Pick von Leaf. Das hat er echt gut gemacht, einfach zu sagen, okay, ich gehe zurück zum Spawn, pick die Widow und habe dann genug Zeit, weil Devin natürlich in eine völlig andere Richtung geguckt hat. Er hat natürlich zum Hotel geschaut, um zu schauen, okay, kann er da vielleicht den Pick setzen? Aber das reicht halt nicht. Und dann haben sie halt den Entry, konnten dann auch noch natürlich den Main-Tank rausnehmen und dann wird es halt sehr schwer, den ersten Punkt zu halten. Aber Shader2K bleibt hier erstmal auf der Fahrer, versucht ihn natürlich den damit anzubringen und hat jetzt vor allem auch schon seine Barrage ready. So sieht es aus und das kann richtig interessant werden, wenn Nico da einmal kurz nicht aufpasst, aber wir haben schon die ganze Season über gesehen, dass er genau weiß, wann die Ult kommt, aber Superplug weiß es wohl nicht. Der ist down, Shadow wird aber genauso down gehen und dementsprechend Eagle Gaming wieder mal im Vorteil. Devin versucht mit dem Jungle da irgendwie gegenzuarbeiten, aber das wird nochmal richtig schwierig, weil Eagle Gaming einfach den Rest hier überfährt. Transcendence als Antwort. Immer noch können sie jetzt hier den Schaden rausknallen. Hades muss sich da auch ein bisschen zurückziehen, hat 200 Charge, aber trotzdem kommt er da nicht wirklich gegen an und RCK, der hat jetzt schon seine Griff. LH Cloudy ist aber down und jetzt haben sie nicht mehr alle Member hier am Start. Dementsprechend werden sie da auch im Haus einfach nur von Hades zerkloppt. Und jetzt muss Giganti gucken, dass sie da noch rankommen in die Payload.
Ja, das ist halt der Nachteil, wenn Darren mit seinem Junkrat einfach in die Menge reinschießt, dann kann Hades sich da easy natürlich aufladen, der es so immer schon schafft, immer auf 100% zu sein gefühlt, und so ist es dann immer noch einfacher. Und jetzt sind sie natürlich schon auf gutem Wege zum zweiten Punkt, und Hades versucht hier gerade noch seinen Grab zu farmen, schafft er aber noch nicht ganz. Und da kommt direkt die Diva-Bomb raus. Oh, und damit kriegen sie auch direkt Devin raus. Elitch war auch schon ziemlich low, eine gute Option mal wieder von Eagle Gaming. Machen einfach das Beste aus dieser schwierigen Situation und kriegen hier die Sache einfach noch gewonnen. Richtig stark von ihnen und damit auch 5 Minuten Zeit. Meine Güte. Super schneller Push hier auf ihrer Seite. Schaffen es hier noch Master rauszunehmen. Dementsprechend haben sie natürlich jetzt auch noch ein paar Freimeter, die sie einfach kriegen, weil Giganti hier warten muss auf ihre Mercy. Also sie werden natürlich gegenpushen, aber man wartet dann natürlich trotzdem, dass der Main Heal eben da ist. Das ist jetzt aber natürlich die Eröffnung für Eagle Gaming, die jetzt auch noch ihre Graph Ready haben, die natürlich Leaf haben, der mit seiner Brigitte da eine Rallye starten kann. Aber Devin kann eben mit dem Tire vielleicht jetzt auch den ersten Pick eben auf Eagle Gaming setzen, wenn sie es nicht schaffen, den rechtzeitig rauszuholen. Und da kommt auch direkt der Tire. Oh, Nico direkt in eine Falle reingelaufen. Der Tire wird auch abgerissen von Hades. Und da kommt die Grab. Da hat der Drache mit dazu. Als Countermöglichkeit findet er aber leider nichts. Und Eagle Gaming ist jetzt schon gefährlich nach an den letzten Checkpoint. Versuchen sie jetzt hier nochmal die Sache durchzubeenden. Shadow2K ist nämlich jetzt schon down. Und Team Giganti muss gucken, wie kommen sie dagegen an. Hades kann einfach nicht aufhören. Der hat so viel Schaden. Der hat so viel Schaden. Und Team Giganti kommt nicht ran. OCK wird auf den Boden geschmettert. Und Eagle Gaming, die fahren einfach ohne einmal abzubremsen durch. Wie unfassbar stark ist ihre Performance hier auf Kingsfoe eigentlich? Ich meine, normalerweise haben wir Giganti immer dafür gelobt, dass sie halt dieses Team sind, was 1:1 perfekt zusammen agiert. Aber heute würde ich sagen, Eagle Gaming performt einfach besser an der Stelle und überfährt Giganti hier. Ich meine, 4:09, was ist das bitte für eine Kingsfoe-Zeit am Ende? Das ist quasi fast so viel Zeit, wie du am Anfang hast. Und da können sie definitiv nochmal komplett durchfahren, wenn sie genau diese Performance wieder zeigen. Also Giganti muss sich hier langsam was überlegen. Denn Eagle Gaming macht sich heute hier keine Freunde, wollen sie sich auch gar keine Freunde machen, denn die wollen ins Finale und die zeigen auch, dass sie ins Finale wollen. Und Giganti, ja, bisher ein bisschen am Shaken. Ich weiß nicht, was los ist bei den Jungs, aber sie müssen sich jetzt zusammenreißen. Haben jetzt natürlich ihren eigenen Angriff, können das genauso machen. So ist es nicht. Aber einfach wird das gegen dieses richtig starke Eagle Gaming heute definitiv nicht. Das wird richtig schwer, aber ich denke, trotzdem ist das hier möglich. Ich meine, Team Giganti weiß natürlich, Eagle Gaming war schon immer das Team, was stark in dieser Tank, im Tank-Format ist. Und ja, das haben sie einfach bewiesen und das auch einfach gut gespielt, gerade beim ersten Punkt. Ich denke, da hat sich Giganti oft sehr viel Zeit rauszuholen, gerade mit dem Sniper, weil sie wissen, okay, die haben da jetzt nicht die stärksten Widowmaker-Spieler. Aber keiner hat damit gerechnet, dass Leaf noch im Spawn ist. Der macht da einen auf Schurf und der hat ordentlich die OWL geguckt und holt da einfach aus dem Spawn den Headshot. Und Devin, ja, damit einfach direkt down und da ist halt auch, da geht die Kompo halt verloren. Ne? Wenn der Sniper einfach down ist, um den du die ganze Zeit herumspielst, bist du halt einfach um so viel schwächer und dementsprechend. Es ist halt schwierig. Es ist eine schwierige Situation, aber noch nicht verloren. Team Giganti kann natürlich genau dasselbe machen. Und ich glaube, es kommt wieder auf den ersten Fight an. Sie müssen ins Rollen kommen mit den Ultimates, müssen diese dann einfach gut und koordiniert einsetzen. Und wir wissen, dass sie es können. Aber Eagle Gaming weiß das und möchte dementsprechend wieder besonders antworten. Und ich denke, alle zusammen aus einer Ecke mit dem Speedpost ins Gesicht springen. Ich glaube, das können sie. Das könnte auch definitiv funktionieren. Vor allem, sie gehen ja auch gar nicht das Risiko ein, dass ihre Sniper weggepickt werden und bleiben bei ihren altbekannten Tanks. Und das ist halt eine gute Idee. Du weißt halt, dass diese Tankfront auf dich zurollt von Giganti, die dafür bekannt sind, dass sie immer sofort auf den Punkt springen. Aber jetzt wird ihnen halt entgegengerascht. Und jetzt wird es halt interessant, wer eben die ersten Picks setzen kann. Sehr schöne Bubble Usage auf LH Cloudy. Damit kriegt er direkt den Vorteil raus. Superplug wird aber gut gegengehen. Und jetzt ist er down. War da ein bisschen zu aggressiv. Hatte nicht die Saria Bubble bei sich bereit. LH Cloudy hat sie wieder. Kann damit aggressiv einfach nur durchschwingen. Genau so macht man das. Genau dann aggressiv sein, wenn da die Saria einen beschützen kann. Und damit Giganti die ganze Sache wirklich sauber runtergespielt. Ja, super souverän da einfach ruhig geblieben, natürlich geschaut, bis man den Pick gesetzt hat und dann aggressiv draufgehen, das Team voneinander trennen und dann kannst du es halt runterspielen. Und das sorgt jetzt natürlich dafür, dass sie gerade in der Street Phase auch eine Menge Ultra schon für sich sammeln konnten, den sie jetzt nutzen werden. Der Finn hat hier aus Versehen seine Bubble gesetzt, wollte wahrscheinlich den Firestrike abfangen, aber hat ihn ja gegen die Wand gesetzt bekommen, konnte so keinen Charge davon bekommen. Muss jetzt natürlich schauen, wie er weiter chargt. Trotzdem jetzt 81% schon für Devin, das ist eine Menge. 20% mehr als Hardest, das heißt, er wird sein Graph wahrscheinlich schneller ready haben. Und das könnte natürlich eine nice Kombo werden, gerade wenn LH Cloudy vielleicht jetzt auch sein Shatter.
Vor allem haben sie jetzt noch einen Soundboy mit dazu, also jede Menge effektive AP. Genauso wenn Shedder da einfach losschreibt mit seinem Kriegsschrei, mit dem Rally alle unterstützt und lief es jetzt schon down. Das ist doch direkt das Go-Zeichen für sie. Damit rennen sie nach vorne, die Bubble ist drauf. LH Cloudy möchte es krachen lassen und ich glaube, genau das wird doch passieren. Superblock ist nämlich down, das heißt kein Schild. Aber ne, die brauchen die Ultimate nicht. Die wissen, die können auch so gewinnen. Und das ist wirklich diszipliniert. Nur eine Ultimate und den Fight gewonnen. Genau richtig. Ja, das ist halt wirklich gutes Ult-Usage, was sie da an den Tag legen. Und das heißt jetzt auch, dass sie natürlich den zweiten Punkt, wenn sie ihre Ults jetzt gut einsetzen und wenn Eagle Gaming da keine Antwort findet, ja, ebenfalls so schnell einnehmen werden. Aber auf Seiten von Eagle Gaming leuchtet es halt auch schon stark, denn die haben jetzt auch einige Ults ready, die sie nochmal zur Verteidigung nutzen wollen und nutzen werden. Und das wird jetzt hier ein Fight, der gefährlich werden könnte. Oh, Devil vorne mit dabei. Gibt schon ein bisschen Preis, dass er da die Graf einsetzen will. Und damit wurde sie gefressen. Nico hat aufgepasst. Ne, die Ult von Hades wurde gefressen. Genau auf der anderen Seite. Und damit auch CK mal wieder beweist, dass die Shatter setzt da zwar hin, aber kann damit nicht viel treffen. Die Bombe hinterher kann er zwar nochmal schilden. Haben da die Soundbarrier, haben auch die Transcendence. Alle Support-Ultimates eingesetzt. Und EG Gaming kriegt trotzdem den Fight gewonnen. Also das war nochmal wichtig. Und ja, damit Devin leider nicht zu viel Erfolg gehabt mit der Graf. Beide Seiten eher nicht. Und ja, man braucht keine Graf, man braucht einfach jede Menge Schaden. Und den hat wohl Eagle Gaming. Und man konnte sie ja auch zurückdrängen. Und das ist halt jetzt gerade das Wichtige, dass du wirklich verhinderst, dass Giganti zu schnell durchpusht. Und man hat ja jetzt auch schon eine sehr, sehr starke Zeit. Das heißt, Giganti hat jetzt gleich schon weniger Zeit, selbst wenn sie durchpushen. Und das wird halt interessant dann, wie das auf dem dritten Punkt aussieht. Und diese Mindgames gerade von beiden Reinhards, einfach, sie landen in der Graf, Eagle Gaming, dann wird der eigene Shatter gezogen, während LH Cloudy natürlich sofort sein Schild hochnimmt und weiß, dass dieser Shatter ihm entgegenkommt. Und jetzt kommt die Soundbarriere aber zum Engage und da kommt auch der Shatter raus. Oh, kriegt er sogar Passanz raus, aber genauso wie Super Plug, einfach alle in der Graf zermatscht wirklich und damit auch die ganzen Kills sich hier gesichert. Sehr stark von Eagle Gaming. Wieder die nächste Graf schon wieder aufgebaut und das ist halt wieder dieser krasse Vorteil. Hades, ich weiß nicht, wie er es macht. Ich habe keine Ahnung, aber die rennen Richtung Spawn. Das haben sie letztes Mal schon gemacht. Die möchten direkt aggressiv hier halten, aber ne, doch, ziehen sich da zurück. Hades aber wieder direkt sitzen und damit schon gleich wieder bei 20%. Er will halt schnell seinen Graf aufladen. Und das ist halt auch wichtig, denn Devil hier sitzt auf 76%. Der wird es definitiv im nächsten Fight einsetzen können. Und im Zweifel hat Ripper natürlich auch seine Transzendenz gleich ready, die zu Verteidigungszwecken gut ist. Aber Eagle Gaming jetzt hier auch schon mit zwei Support-Ults, die sie einsetzen können und die sie auch zum aggressiven Push nutzen können. Und das wird jetzt halt spannend, ob eben Giganti da jetzt durchkommt und ob sie es endlich schaffen, den Payload durchzuschießen. Die Graf ist gleich bereit, aber da kommt zuerst der Self-Destruct. Man kann den Charge aber nicht connecten. Superplug ist damit zu aggressiv. Und mit der Transcendence kann man antworten. Richtig stark von Team Giganti. Können jetzt einfach nur drüber fahren, weil der Main-Tank fehlt. Leaf ist der Nächste, der ihn dazu Opfer fällt, der einfach nur zertrampelt wird. Lilbo an der Seite auch abgerissen. Und Team Giganti kann jetzt weiter nach vorne. Und das ist verdammt wichtig, weil sie haben hier wirklich viel Zeit gerade vergoldet. Und Eagle Gaming, die haben wieder die nächste Ultra-Rotation fertig. Ja, aber man merkt halt, wenn Superplug dann einmal fällt, dann ist es halt sehr, sehr schwer einfach für Eagle Gaming das Ganze zu halten, weil die Team Giganti dann natürlich aggressiv reinspielt und versucht eben da zu agieren. Aber wenn Superplug eben die ganze Zeit am Leben bleibt und sein Team ihn auch beschützt kriegt, dann können sie halt super aggressiv reingehen. Jetzt aber erstmal die nächste Grab. Oh, und die ist gewaltig, aber nur ein Kill bis jetzt für Superblue. Kann er das auch weiter hier noch irgendwie durchbringen? Hat zwar sein Shatter noch im Notfall bereit, aber den, glaube ich, braucht er auch nicht. Eagle Gaming gewinnt auch so. Und damit wieder auch bleiben sie erstmal sicher und halten auch den Rest der Ultimates erstmal fest. Richtig stark von ihnen gemacht und haben jetzt schon so viel mehr Zeit. Und wir sind gerade mal am Anfang der dritten Stage. Also Team Giganti, die müssen hier wirklich Gas geben. Und Eagle Gaming macht genau das, was ich mir gestern schon gewünscht habe. Sie gehen hier einfach super aggressiv direkt an den Gegner ran, verschwenden keine Zeit, denn oft sieht man das ja, dass Teams sich erstmal zurückziehen, aber Eagle Gaming sagt sich, ist uns egal, wir raschen drauf und dann haben wir halt im Zweifel ganz schnell den nächsten Versuch, ziehen sich hier ein bisschen zurück, um dann direkt wieder anzugreifen. Und da kommt der Graf jetzt für Seiten Giganti raus. Da sind eine Six-Man-Graf, da ist das ganze Team drin und aus, okay, mit dem Vierfach-Kill, sogar fünf noch mit dazu, reißt ja alle in Stücke. Richtig schöne Kombination und voll von Devin, dass er in das Gesicht von Nico einfach rein und dann war genau das Timing, der Defense Matrix abgewartet hat, das ganze Team trifft und den Push gesichert, richtig stark gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so diese Position, wo ACK immer seine Diva-Bomb perfekt setzt und immer das ganze Team sich einfach abholen kann. Es ist ja auch beim letzten Mal schon so gewesen. Jetzt auf der anderen Seite die Diva-Bomb auch raus, kann nur Devin abholen. Ah, und das ist ja trotzdem schon mal ein wichtiger Pick, weil er einfach damit wieder dieses Grab-Vorteil noch weiter ausgebaut wird für Hades und damit rennen sie nach vorne. Er hat gleich die Ultimate bereit. RCK wird hier resetten, weiß ganz genau, dieser Fight ist verloren und das halt wirklich mit wieder nicht viel von Eagle Gaming. Richtig stark, wie sie das Ganze durchbringen und sie haben die Grab.
Und vor allem muss man sagen, einfach, sie haben sich gar nicht hören lassen. Natürlich ist das blöd, wenn dein komplettes Team weggerammt wird. Aber andererseits ist es eigentlich auch ganz gut, weil du halt gemeinsam spawnst und nicht lange gestaggert wirst. Und das sorgt halt dafür, dass du wieder als komplettes Team direkt raufrennen kannst. Und jetzt hier wissen sie natürlich, wir wollen die Graph irgendwo anbringen, müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht gefressen wird. Aber da kommt sie direkt rein. Fünf Leute drin und der Sound, die Soundbear hat den ganzen Schaden weggefressen. Richtig stark, da kommt der Shatter und da können sie nochmal direkt wieder alle abreißen. Richtig stark von Superflug, drängt sich in die Ecke, denkt so, dass man, dass er einfach an der falschen Position ist. Aber im Endeffekt sagt er, ihr seid hier mit mir eingesperrt und haut auf den Boden, legt sie alle hin. Und Team Giganti jetzt schon langsam, aber sicher am Bangen. Ich glaube, Giganti wird heute Nacht so ein bisschen hartest Albträume haben. Also so wie der Junge hier alles abbrennt, das ist ja einfach unfassbar. Lucy wollte noch vorbeihüpfen, aber der kennt ja gar nichts. Der wird einfach weggelasert. Und Liga Gaming hier schon wieder zwei Support-Ults ready, die sie nutzen können. Natürlich Devin fast mit seinem Graph, der gleich eingesetzt werden kann. Aber trotzdem, auch Hades schon auf gutem Weg bei 60%. Und das wissen sie natürlich. Sie wollen jetzt hier ihren eigenen Graph schnell aufbauen und müssen natürlich schauen, dass Team Giganti jetzt nicht die Picks kriegt. Aber die wollen halt durch. Die müssen halt langsam auch durch, denn nur noch 45 Sekunden für sie zu Angreifen. Und damit jetzt hier lief bereit für den Rally. Da kommt aber die Grab. Self-Destruct gegen die Payload. Wird natürlich nichts treffen. Heißt, okay, da sind wir Besseres gewohnt. Superflug trotzdem down. Und da die Counter-Grab. Leaf kann ordentlich reinschwingen, aber trotzdem reicht es nicht für die Kills wegen der Transcendence. Gute Gegenarbeit von Team Giganti. Wir marschieren hier nach vorne. Also, okay, wird seine Mech verlieren. Hades gibt Vollgas in der Hand. Wieder 100 Charge. Und das tut weh. Er lasert hier down. Aber ein Hammer, der tut doppelt weh. Und Eilish Claudi mit dem Kill marschiert sein Team nach vorne. Müssen gucken, dass das hier nicht in die Overtime kommt, weil sonst haben sie keine weitere Chance. Aber die Payload, die fährt nicht schneller. Die hat nur 10 km/h drauf. Und damit wird es hier richtig knapp. Denn sie können nochmal contesten. Hades jetzt schon auf den Wrecking Ball. Der Shatter kommt raus. Self-Destruct und Shatter kann sich verabschieden. Genauso wie Ripper. Die Supporter sind abgerissen. Und Eagle Gaming hält hier wunderbar gegen Team Giganti. Kann ja nicht viel machen. Versucht mit aller Kraft zu contesten. Aber das wird einfach nicht so ein Ausstieg. Okay, eine schöne DP-Anzahl. Aber mehr auch nicht. Wird hier fallen. Sein Mech ist down. Und meine Damen und Herren, Eagle Gaming mit einer dominanten Performance lassen sich von den Giganten nicht einschüchtern. Vor allem diese Shatter und dann Diva-Bomb-Combo am Ende hat dann halt zwei auf Seiten von Giganti abreißen können. Und das ist dann natürlich bitter, wenn eben die zwei Leute fehlen. Gerade die Brigitte, die natürlich auch dafür sorgen kann, dass dein Team ein bisschen länger am Leben bleibt. Und das ist dann so bitter, gerade für Giganti und vor allem Eagle Gaming, die sich hier einfach das 2-0 holen und super dominant rangehen. Ich meine, wer hätte das gedacht nach gestern, wo Giganti sich super, ja, koordiniert gezeigt hat und gesagt hat, okay, wir wollen hier super dominant an die Sache rangehen und jetzt liegen sie 2-0 hinten. Wenn sie noch eine Map verlieren, dann war es das für sie. Dann sind sie raus. Und hier, Finale heißt dann Eagle Gaming gegen Angry Titans. Und das ist natürlich jetzt interessant. Also, ich sag mal, Eagle Gaming, die schnuppern gerade schon am Sieg, ne? So sieht's aus. Und wirklich, ich glaube, ich muss wieder meine Wörter fressen, Micha. Ich glaube wirklich, Superplug ist derjenige, der die ganze Sache dreht. Weil halt einfach, gerade ne, von den Ultimates her und sowas, von den Kombos sind sie sich ziemlich ähnlich. Aber gerade in den wichtigen Situationen schaffen sie es besser, diesen Earthshatter umzusetzen. Mit einem Self-Destruct oder sonstiges. Gerade wenn die Fights so länger gehen, wenn man die Graph überlebt und danach halt der wichtige Fight erst passiert. Gerade dann kommen die Shatter von Superplug einfach 10-mal besser als von NH Cloudy. Ist so. Und da, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Der hat wirklich zwei Supermüsli gegessen, keine Ahnung. Aber der ist so stark unterwegs. Die Shatter wirklich richtig rasant und wirklich, es ist einfach krass und auch schade mit anzusehen für alle, die sagten, LH Cloudy, ne? Der ist ja der, den man so als Top-Main-Tank sieht und alles. Natürlich macht er immer noch einen guten Job, aber gerade in diesem Duell, ich glaube, Superplug, der will auch unbedingt nach Paris. Ich weiß halt nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es einfach, dass man sich wirklich zu sicher war und gesagt hat, okay, man agiert jetzt eben als diese Tank-Kombo und man kann da nicht geschlagen werden, weil eben bisher niemand da so aggressiv reingegangen ist. Aber Eagle Gaming hat gestern schon gezeigt, dass sie eben diese Aggressivität wirklich in sich haben und dass sie das auch zeigen wollen. Und genau wie gestern spielen sie halt heute auch ihre Tank-Kombo einfach wirklich immer auf den Punkt. Selbst wenn sie diesen Fight verlieren, sind sie sofort beim nächsten Fight wieder da und gehen genauso aggressiv rein. Und das ist halt gerade dieser Knackpunkt, mit dem Giganti gefühlt nicht so ganz klarkommt. Natürlich muss man sagen, Hades hier unfassbar stark auf der Saya, lasert hier einfach nur rum, ist immer High Charge auf 100% und macht da natürlich auch eine Menge Damage und seine Graphs sitzen auch, während auf der anderen Seite natürlich auch RCK's Bomb ordentlich saß teilweise, aber dann, man sieht hier Fehler. Also ich weiß nicht, ob hier Giganti vielleicht schon ein bisschen am Shaken ist und ein bisschen Angst hat, dass sie hier heute fallen könnten, aber dass die RCK Bomb, gerade die letzte jetzt gegen den Payload geworfen wurde, das sieht man bei ihm nicht so oft, muss man ja wirklich sagen. Und normal
normalerweise ist er da halt sicherer. Und ich weiß nicht, ob sie halt wirklich jetzt gerade in Straucheln geraten und jetzt vielleicht fallen könnten heute mit der Niederlage. Aber Eagle Gaming hier definitiv vorne und spielen richtig, richtig stark. So sieht es aus und einfach haben, sie haben einfach fleißig trainiert. Also ich wirklich, meistens die Fights, die Giganti gewinnen, sind eigentlich die am Anfang. Und zwar nur, weil sie da den Senator-Vorteil haben und gut mit dem Discord arbeiten. Aber sobald Eagle Gaming damit antwortet und genau dasselbe fährt, dann sind sie einfach stärker. Und das ist halt, das beweist auch schon die Stärke. Wenn sie eigentlich, man muss es halt so sehen, gerade bei so einem 3-3 kommt, normalerweise, wenn du derjenige bist, der einfach den ersten Fight verlierst und dann auf die Comp swaps, dann bist du halt in so einem Ult-Nachteil, dass du die ganze Zeit überrollt wirst. Weil die Ultimates natürlich der Angreifer, die den Fight gewonnen haben, die kommen einfach schneller die ganze Zeit und die können das ganze Zeit jedes Mal wieder benutzen. Aber sie holen jedes Mal auf. Sie holen die Ultimates jedes Mal auf. Gerade hartes, gerade mit der Graph, super wichtig. Zwar machen es beide Teams gut, dass sie jedes Mal die Sachen meistens überleben, einfach die Graphs. Aber danach kommt halt der wichtige Faktor, die wichtigen Fights. Und da sehe ich einfach das Teamplay einfach ein bisschen besser, gerade bei Eagle Gaming. Die Shatter besser, Nico macht eine gute Arbeit, Leaf macht eine gute Arbeit. Und ja, also wirklich, keine Ahnung, obwohl Superflug, man muss sagen, manchmal auch zu aggressiv ist, ne? Also der eine charge auch gerade in das ganze Team rein, gut, ne? Ist halt manchmal, ich kenne das, ne? Man sieht ja die Option, man sieht da, okay, wenn ich jetzt den Schild wegcharge, dann haben wir da den Multikill und dann ist man zu aggressiv. Aber trotzdem kriegt Giganti das auch nicht irgendwie ausgenutzt. Naja, wenn Superplug dann zu aggressiv reingeht und wenn er dann durchkommt, dann schaffen sie es halt schon wirklich, das Team zu überrennen. Aber das passiert halt nicht so oft und meistens ist halt Hardest im Zweifel da und kann ihn halt wegschielen mit seiner Bubble. Und das ist halt dann das Wichtige, ne, dass dieses Teamplay da ist und die Absprache scheint heute bei Eagle Gaming definitiv da zu sein. Und Superplug kann da halt auch wirklich aggressiv reinlaufen. Du sagst es halt, die Graphs sitzen auf beiden Seiten, aber der Follow-up kommt halt auch wirklich nicht auf Seiten von Giganti, die hier wirklich so ein bisschen ins Struggeln kommen. Und abgesehen von dieser genialen ACK, die war Bomb, die hier gerade rauskommt, waren ihre Ult-Comps heute nicht so on point, wie man es von ihnen gewohnt ist. Und ich bin gespannt, ob sie das gleich noch umdrehen werden und ich bin vor allem auch gespannt auf den nächsten Map-Pick, denn sie dürfen sich ja jetzt entscheiden und falls sie wirklich Volskaya nehmen sollten, gerade da hat natürlich Eagle Gaming auch gezeigt, dass sie verschiedene Sachen spielen können, die da eben gegen Giganti auflaufen können. Und ich bin gespannt, ob Giganti eben darauf hinaus will und sagt, okay, wir wissen, dass ihr Dive vielleicht nicht ganz so stark ist und wollen das so ein bisschen einfach rauspushen, damit sie da vielleicht was spielen, wo sie eben nicht in ihrer Zone sind und wo Superplug dann sich vielleicht ein bisschen zu verausgabt. Denn gerade auf der Dive hat er gezeigt, dass er dann doch vielleicht ein bisschen zu aggressiv teilweise reingeht und sein Team dann eben nicht diesen Follower bringen kann, die es bei dem Reinhardt bringen kann. Und dementsprechend bin ich da gespannt, ob sie sagen, okay, wir spielen Volskaya oder wir nehmen halt Anubis. Das wird jetzt halt nochmal interessant und ich hoffe, dass Giganti das nochmal drehen kann. Denn wenn sie das nicht drehen können, dann sind sie halt raus und das war's hier für die Giganten. Das wäre halt schade. Ja, da, vor allem einfach, das hätte halt einfach wirklich keiner so gedacht. Aber es ist natürlich noch alles möglich. Vielleicht kommt jetzt einfach der Reverse Fever und LS Claudio muss einfach nur ein bisschen warm werden. Aber wirklich, ich denke, sie haben nicht damit ganz gerechnet. Eagle Gaming muss jetzt aber auch aufpassen, dass sie da nicht zu overconfident werden. Ne? Weil das ist halt auch manchmal das, was natürlich ganz schnell nach hinten losgehen kann. Wenn er dann zu aggressiv spielt, dann natürlich da die ganzen Vorteile, die man sich erspielt hat, abgibt. Und das möchten sie natürlich jetzt nicht wirklich machen. Und Giganti muss schauen, wirklich einen anderen Pick zu gehen, ist jetzt die Frage. Ne? Also, man könnte das Ganze jetzt zu einem Double-Sniper-Duell rausforcen und gucken, dass man dadurch vielleicht die Maps gewinnt. Gerade jetzt natürlich bei der nächsten 2CP-Map, wo meistens Sniper richtig stark sind, kann es definitiv darauf hinauslaufen. Ich glaube, Shedder ist richtig stark auf dem Hanzo und das wird dann auch schwer für Eagle Gaming dazu antworten. Und ja, der wird auch auf der Widowmaker bis jetzt immer eine gute Arbeit geleistet. Das wäre eine gute Option, denke ich mal, mit Double-Sniper. Aber Eagle Gaming wird sich da irgendwas überlegt haben und gerade jetzt, dann wird einfach ihre Dive-Comp wieder rauskommen. Und dann haben sie auch schon bewiesen, dass sie diese gut beherrschen und jeden Sniper einfach da direkt rausnehmen können. Also, Giganti, irgendwas muss kommen. Irgendwas Besonderes, irgendeine besondere Strategie. Oder die müssen einfach wieder wach werden. Oder vielleicht einen Superplug fragen, ob der noch ein bisschen Müsli übrig hat. Wer weiß. Aber irgendwas müssen sie ändern, weil so ist es halt richtig, richtig schwer. Und ja, ich sehe gerade, der Cleafy ist am Freezen. Deshalb, ich denke ja, mal, wir gehen einfach eine kurze Pause und werden das dann ganz, das alles checken. Ihr könnt auf jeden Fall dranbleiben und wir sehen uns danach.
Ja. So, und damit sind wir auch jetzt schon wieder zurück aus der kurzen Pause und bereit für die nächste Map. EG Gaming liegt mit einem 2:0 vorne. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele hier nicht gedacht hätten, weil Team Gigante natürlich so die Favoriten in diesem Matchup sind. Ja, aber EG Gaming, die möchten natürlich unbedingt Paris. Die sind ja alle aus Frankreich. Und so ein Finale in der eigenen Stadt, das lassen sie sich nicht entgehen. Und das zeigen sie gerade. Ja, das würde ich mir auch nicht entgehen lassen wollen. Ich meine, wenn du als Franzose dann weißt, das Finale wäre in deiner eigenen Stadt und du kannst hier diesen Heimvorteil eventuell sogar dann im Finale ausspielen, dann willst du da natürlich auch reinpushen. Aber Giganti wird sich jetzt in der Pause natürlich auch so hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt was machen. Wir müssen Superplug seine Milch fürs Müsli wegnehmen, damit der Junge nicht mehr so ausrastet. Und das ist jetzt auch das Ding, ne? Ich meine, die nächste Map wird da jetzt entscheiden. Die wird jetzt uns sagen, okay, hat Giganti sich zusammengerissen und gesagt, okay, wir agieren hier wieder als Einheit, so wie wir es eigentlich von ihnen gewohnt sind und können dann eben auch EG Gaming niederringen, die sich hier heute unfassbar stark präsentieren und unfassbar stark koordiniert auch vorgehen. Und da wird es dann halt jetzt interessant, gerade auf der nächsten Map, wo EG Gaming halt weiß, okay, wenn wir die gewinnen, dann haben wir das heute für uns entschieden. Aber wo Giganti auch weiß, okay, wir müssen hier jetzt nachsetzen und der Reverse Sweep auf ihrer Seite wäre auf jeden Fall real. Wir werden jetzt hier aber auf jeden Fall auf Voiskaya Industries starten und hype nochmal ordentlich im Chat, denn das Match hat es definitiv verdient, oder? Was meinst du? So sieht's aus. Ich glaube, wir müssen mal die Giganti-Fans wachrütteln, weil das Team braucht gerade jede Menge Support, weil wenn sie erst diese Map gewinnen, erst dann haben sie auch eine neue Chance. EG Gaming, wenn sie gewinnen, dann ist es schon für sie passiert und sie sind im großen Finale. Deshalb lasst uns nochmal wissen, für wen ihr seid. Giganti-Fans und EG-Fans, jetzt ist eure Zeit gekommen, weil das Matchup, gerade diese Map, wird richtig, richtig spannend. Und gerade für die nicht so Tank-Fans, ich denke mal, hier wird es ein bisschen entspannter. Mehr Richtung Dive, mehr Richtung Sniper. Ich weiß, dass viele von euch das mögen.
Ja, und Giganti hier jetzt am Anfang in der Verteidigung und nimmt auch direkt neben Devin, der auf der Riddle sitzt, Shader 2K, auf der Fahrer mit. Das haben wir ja durchaus schon gesehen. Aber das sorgt natürlich auch für eine Menge Damage aus der Luft. Und gerade wenn jetzt ein Tankliner auf sie zurollt, dann könnte das gefährlich werden. Aber vielleicht hat Eagle Gaming hier andere Pillen und sagt einfach, okay, wir holen hier wieder unsere Dive rauf. Und Nico hat gestern auf der Tracer schon gezeigt, was er kann und macht das heute wieder. Gerade lief auch auf dem Genji. Und jetzt wird natürlich erstmal gescoutet, wird geschaut, was sie erwartet. Und dann sehen sie, ah, okay, das ist interessant. Und da könnte unsere Combo funktionieren. Ja, und Shadow 2K natürlich jetzt mit der Pharah unterwegs, ist natürlich auch eine gute Option, nicht nur gegen Tanks, sondern auch gegen keine Hitscans. Und sie wissen halt einfach, dass da Eagle Gaming nicht wirklich zu Hitscan, nicht wirklich zu den Snipern greift. Und da hat halt Shadow dann freies Schussfeld. Ne? Und Genji, der Tracer, kann ihn da nicht so wirklich angehen. Und Devin sucht da jetzt auch die Shots, weiß ganz genau, wo die Gegner sich ein bisschen befinden. Aber Nico und Liv, beide nehmen sich einen Kill mit und eröffnen damit diesen ganzen Fight richtig stark. Und damit gehen sie auch direkt auf Devin. Oh, Liv, pass mal auf, das war aber ganz schön knapp hier. Und Devin wird da auch trotzdem ohne Probleme down gehen. Wirklich EG Gaming als Gente ihnen hier nichts im Weg. Fahren einfach drüber, nehmen sich die Kills mit. Und Team Giganti, ja, die müssen jetzt gucken, dass sie den zweiten Punkt verteidigen. Da sieht man einfach mal, wie abgehärtet Eagle Gaming ist, dass Leaf hier sogar im Eiswasser baden gehen möchte. Also ich würde mich das nicht trauen, gerade wenn du auch im eigenen Angriff dich noch befindest. Von daher wieder super stark einfach runtergespielt und vor allem super schnell. Ich meine, fast 7 Minuten, die sie jetzt für den zweiten Punkt haben. Ich meine, sie haben gestern schon gezeigt, klar, dass sie eben den Attack hier beherrschen, dass sie wissen, wie sie anzugreifen haben und das auch in mehrere Runden gehen kann. Aber dass gerade Giganti sich hier so überrollen lässt, das ist dann doch eine Überraschung und ich weiß nicht, ob sie das jetzt nochmal abwerfen können, denn Eagle Gaming hier auch gleich ready, natürlich mit einigen Ults. Ja, und da wurde auch was gefressen. Ich glaube, die Pulswamp hier von Nico, aber der ist ja gleich wieder bereit. Genauso wie Leaf mit der Drachenklinge kann er einfach hier Reaper zerschnitzeln. Und die Kills kommen hier für Eagle Gaming langsam, aber sicher rein. Maser kriegt zwar nur gerade mal so den Rest. Sie können ein bisschen contesten, aber trotzdem kann das hier ganz schnell passieren. Reaper in die Ecke gedrängt. Kann mit der Transcend sich nochmal retten, zu seinem Team direkt marschieren. Und LH Cloudy damit jetzt hier die Primary Rage gefarmt. Sie können also lange contesten, haben sehr viel Zeit. Diese müssen sie aber nutzen. Sehr stark von LH Cloudy kann der Nico hier zerquetschen. Hip wird auch down gehen. Und Leaf, oioioi, bitte, will er nicht ins Eiswasser oder nicht? Kann er sich retten? Nein, er geht kurz baden, weil das soll ja einen Geist stärken. Ja, und da hat die Zeit halt gerade für Giganti gespielt, ne? Also Eagle Gaming hat ihre Ults eingesetzt und Giganti hat einfach nur noch abgewartet, bis ihre ready kamen und dann konnte man die halt nutzen, um Eagle Gaming komplett vom Spot runterzuschlagen, gerade natürlich mit LH Cloudy, der hier wirklich einen guten Job auf den Winston gerade gemacht hat. Und jetzt muss Eagle Gaming natürlich schauen, dass sie eben nicht zu viel Zeit verlieren. Ich meine, klar hatten sie gerade 7 Minuten, aber die ersten 2 Minuten sind quasi schon weg. Und gerade jetzt, wenn man auf den Punkt pushen muss ohne Ultis und sich die erstmal farmen muss, dann kann das ganz schnell ganz schwer werden. Und man muss natürlich schauen, dass man Giganti da jetzt eben runterdrängt, dass gerade die Gritte vielleicht auch früh fällt, weil die ist natürlich ein harter Counter einfach gegen Leaf. Aber Nico leider zu nah an seiner Diva dran, wird direkt in die Luft gesprengt von Devin. Sehr schöne Option, mit einer Pulswamp können sie gegenhalten. Haben aber auch den Rally benutzt, steckt natürlich jetzt hier die extra Armor, ist ganz gut für sie. Und damit auch der nächste Fight wird für Eagle Gaming ein bisschen schwieriger. Aber Leaf hat natürlich wieder seine Drachenklinge bereit. Und Lilbo auch mit der Valkyrie kann den Damage Booster vollziehen. Da interessiert ihn diese extra Armor gar nicht. Ja, und das wird dann halt jetzt interessant. Ich meine, wenn Shader 2K es schafft, eben Leaf zu stunnen aus seiner Ult raus und ihn dann eben mit der Kombo wegzuhauen, dann könnte das sehr, sehr gefährlich werden. Ah, Devin ist jetzt hier gerade auf die Brigitte geswitcht. Shader 2K hat sich den Hand zugeschnappt, um eben auch den Damage rauszubringen. Und da kommt direkt die Klinge, kann aber bisher nichts holen. Und da kriegen sie zumindest einen raus. Devin wird auch wieder gerest, hat wieder die zweite Chance bekommen. Shader mit dem wichtigen Kill auf Leaf. Das kann den ganzen Push hier stoppen und Eagle Gaming muss da erstmal wieder zurück. Richtig stark von Team Giganti. Auch sehr, sehr wichtig, dass sie da noch weiter entgegenhalten können. Shader mit seinem Hanzo, ja, stellt sich in den Dive, weil er einfach merkt, da ist keine Tracer mehr, kein Full Dive mehr. Also hat er damit ein leichteres Spiel. Vor allem ist er ja auch ein starker Hanzo-Spieler, das muss man ja auch einfach sagen. Er weiß halt, wie man diese Pfeile im Gegner versenkt und Giganti hier jetzt wieder mit 3 Ults ready und Leaf wechselt auf dem Doomfist, um da für ordentlich Verwirrungen zu sorgen und um ordentlich Schaden natürlich auch anzubringen und das Team auseinanderzutreiben. Ja, Eagle Gaming ebenfalls hier mit 3 Ults am Start, eine Support-Ult und die beiden Tanks sind auch dabei und könnten da jetzt ja, einige Kills holen auf Seiten von Giganti, aber einfach wird das definitiv nicht, aber es wird hier direkt erstmal ein Gage mit dem Affen und da gehen direkt 2 down.
Sehr schön, hier Ripper ist direkt down und Leaf kriegt auch den nächsten. Das sieht doch schon mal stark aus. Und Superflug auch weiter, macht sich auf Shadow 2K, wird ihn auch abfarmen im Spawn. Devin auch irgendwie, wird er hier fallen. Und das ist natürlich ärgerlich, weil jede Menge Kills für EG Gaming heißt, der Punkt wird so langsam, aber sicher in ihre Hände gleiten. Und der Lich Claudia, der hat ganz andere Probleme. Der wird sauer, kann hier direkt mit dem Primal Rage direkt wieder für sie ziemlich lange contesten zumindest. Der Drache kommt auch raus, aber die Stone Sentinel, der ganze Schaden ist negiert. Und das wird schwierig. Superflug versucht da wieder auf Shadow 2K. Sieht die Option. Wird aber gegengehielt. Kann da nicht viel machen. Getemis will ihn da helfen. Will da ihn unterstützen. Aber schafft es leider auch nicht. Und Team Gigant hat langsam Fuß gefasst auf den Punkt. Jetzt haben sie auch die Transcendence. Alle werden am Leben gehalten. Und Shadow 2K kriegt da sogar Leber aus der Luft gesniped. Also ich glaube, das mit dem Pfeile versenken. Ich glaube, da hat sie recht, Micha. Ja, ich glaube auch. Also der weiß es definitiv und da kann ich mir definitiv auch noch was abschauen. Denn Shadow 2K kann eben nicht nur Genji, sondern auch Hanzo mittlerweile sehr, sehr gut spielen. Und ja, hier die Zeit droppt einfach runter. Aus 7 Minuten sind die jetzt nur noch 2,5 geworden und jetzt muss halt Eagle Gaming langsam nachsetzen, denn ansonsten können sie den zweiten Punkt nicht wirklich einnehmen. Und das wäre halt echt krass, wenn Gigante hier einfach fast 7 Minuten hält. Aber das sieht auch ganz gut aus. Sie ziehen sich halt immer rechtzeitig zurück, haben dann natürlich auch den Spawn-Vorteil und werden hier auch versuchen, um mal den ersten Kill zu kriegen. Der Dragon geht jetzt direkt am Anfang raus, kann aber nichts holen und die Diva-Bomb fliegt in die Backline. Oh, und Superplug ist down wieder richtig schön von Darwin. Er sieht die Tanks anrollen. Direkt geht er hier zum Junkrat und bekommt damit den Kill. Trotzdem, EG Gaming, lassen sich davon nicht abschrecken. Sind hier aggressiv, sind hier direkt am Start. Und RCK aus der Lobe mit der Feuer kann er da abgeholt werden. Wird ganz entgegengehielt. Getemax bekommt ihn nicht. Aber trotzdem, EG Gaming reißt einfach den Rest nieder. Die interessieren sich gar nicht da für die Vögel in der Luft, sondern einfach nur alle auf dem Boden werden umgefahren, umgerannt. RCK mit 2 Kills. Das kann die Sache nochmal retten. Denn sie haben aber nur noch wenige Prozente, müssen schneller drauf. Ich glaube, springt wieder rein, hat wieder den Prime Rage bereit, kann also lange contesten. Superplug wird auch nach hinten gestoßen und muss sich, glaube ich, so langsam aber sicher hier geschlagen geben, denn da ist schon wieder die Trends und jedes Mal diese Combo Prime Rage into die Trends. Team Giganti hält wieder stand. Ja, und jetzt nur noch 1 Minute 30. Also die Zeit läuft einfach komplett gegen EG Gaming, die sich hier wieder zurückdrängen lassen haben. Ich meine, sie haben das gut gemacht, haben natürlich RCK auf der Pfarrer extrem hoch gepusht zusammen mit der Mercy, sodass der gar nicht contesten konnte. Hätten auch fast tatsächlich den dritten Punkt eingenommen, beziehungsweise den zweiten Punkt und den dritten Tick. Aber es hat halt nicht gereicht. Und im letzten Moment kann halt der Rest des Teams von Giganti wieder draufhüpfen. Und die haben halt einfach den Spawn-Vorteil, der ihnen da weiterhilft und der dafür sorgt, dass sie einfach viel schneller mit viel mehr Leuten wieder da sind. Und jetzt müssen sie drauf pushen. Die letzte Minute ist gestartet und Eagle Gaming muss jetzt hier zeigen, was sie drauf haben. Ah, und da kommt auch direkt der Riptide für den Kill. Nico ist down. 2 Kills direkt am Anfang. Sieht doch schon mal ganz gut aus für sie. Und Eagle Gaming muss sich dementsprechend sehr schnell wieder zurückziehen und haben halt ja wieder nicht so ganz den Anschluss gefunden. Und jetzt wird es langsam aber sicher brenzlig. Sehe ich denn Nico auf der Symmetra? Okay. Vielleicht wollte er es ausprobieren, lässt es aber ganz schnell wieder sein und geht auf den Genji. Ich meine, die Wahl ist ja gar nicht so schlecht. Sie müssen jetzt schnell auf den Punkt, müssen natürlich auch die Kills reinbringen und haben jetzt nur noch 20 Sekunden. Wo sind bitte die 7 Minuten geblieben, die eben nach dem ersten Punkt auf ihrer Seite standen? Wie macht Giganti das? Also, das ist einfach unfassbar, was die beiden sich hier für einen Kampf liefern. Und jetzt ist Eagle Gaming halt in der Bringschuld. Sie müssen jetzt rein. Sie müssen dafür sorgen, dass der letzte Tick eingenommen wird. Ansonsten, hier hat die Giganti hier eine richtig, richtig gute Chance. Aber Nico geht direkt down. Reaper mit dem wichtigen Headshot bekommt einfach so Genji. Das ist natürlich eine richtig schöne Eröffnung, aber der Rest ist da zur Stelle. RCK in der Luft, hat seine Rocket Burst und direkt ist Hip-Down. Das ist egal. Hauptsache, der kann noch nicht gerestet werden. Leaf bekommt zwar den Kill, aber er muss noch ein paar weitere Headshots treffen, damit das hier noch ein erfolgreicher Push wird. Superflug geht down, kann sich in diesem Duell nicht behaupten, denn LH Claudi wird weiterhin hier supported. Die Transcendence kommt hier raus, der Sustain ist da und Team Giganti, es scheint so, als könnten sie hier weiterhin standhaft bleiben, lassen niemand mehr auf den Punkt drauf und können hier wirklich sich die Kills mitnehmen und damit Eagle Gaming mit nur einem Punkt dastehen lassen. Das ist ein starker Hold, aber sie müssen es halt besser machen. Aber was für ein Hold ist das bitte? 7 Minuten, pass auf der Uhr. Einfach gesagt, okay, den ersten Punkt habt ihr uns relativ gut überrannt, trotz Eisbad fast, was stattgefunden hat. Und dann den zweiten Punkt einfach so gut gestaggert teilweise, dass man immer wirklich einen auf dem Punkt gehabt hat, Eagle Gaming nicht weiter einnehmen konnte und der Rest dann sich gesammelt hat, gemeinsam draufgesprungen ist, man eventuell sogar Ult-Vorteile mitgenommen hat und dann dafür sorgt, dass Eagle Gaming einfach keine Chance hat, komplett ihre Ults auch negieren müssen, weil sie eben den Switch bringen müssen. Und genau das ist ja auch das Ding, was wir schon oft besprochen haben, dass diese Switches eben schnell kommen müssen, dass man sein Team halt schnell eben auf die neue Situation anpassen müssen. Und Giganti hat das hier sehr gut runtergespielt. Da kamen die Switches, da kamen dann auch natürlich Picks, die eben dafür sorgen, dass du schnell wieder auf dem Punkt bist. Aber
Eagle Gaming hat sich hier nicht ganz so stark gezeigt wie eben davor. Wirkte so ein bisschen ideenlos, wie sie auf den zweiten Punkt agieren müssen und haben vor allem auch nicht die Picks gebracht, die notwendig waren. Und das hat dafür gesorgt, dass Giganti eben so lange bestehen konnte. Jetzt aber natürlich Eagle Gaming in der Verteidigung. Sie können einfach dasselbe machen und sagen, okay, Giganti, wir geben euch nicht mal den ersten Punkt. Und selbst wenn ihr den ersten Punkt kriegt, dann kriegt ihr halt den zweiten nicht, denn Giganti muss hier natürlich fast komplett drei Tinks einnehmen, um das Ganze für sich zu entscheiden. Also da müssen sie erstmal hinkommen. Aber für sie jetzt die Chance, eben den ersten Punkt zu machen, den ersten Anschlusspunkt zu machen, um eben hier nicht komplett rauszufliegen und das Finale nicht erreichen. So ist es. Und mal gucken, ob sie da vielleicht wieder auch diese Double-Shield-Kombo fahren. Aber E-Game hat halt keine Sniper und Nico auch auf dem Soldier unterwegs. Also dagegen möchte ich das halt nicht fahren, weil natürlich da Double Shield gegen den Soldier, der wird es einfach mit der Zeit da niedermähen. Ich bin gespannt drauf, oder vielleicht wird es doch passieren. Mal gucken. Team Giganti, das ist halt ihre besondere Taktik, deshalb picken sie auch diese Map. Das haben sie schon gezeigt, aber nein, gehen da ganz normal wieder zurück. Und Shadow will einfach nur schauen, wer da alles auf der Gegnerseite ist, um dann natürlich mit seinem DPS-Pick gut antworten zu können. Aber Soldier Doomfist ist schon so eine besondere Kombo. Vor allem ist man auch nicht von Eagle Gaming gewohnt, die hier ja auch dafür bekannt sind, dass sie eben aggressiv drauflaufen und sagen, okay, wir begrüßen die Gegner hier so ähnlich wie auf Rialto am Spawn. Aber Doomfist geht hier mit Leaf direkt rein, kann aber leider nichts treffen und jetzt pusht halt Giganti raus. Sie sehen die Öffnungschance und Superblock geht auch direkt down. Sehr schöner Seismic Strike hier von ihm. Nico kriegt damit auch den ersten Kill. Trotzdem zwei haben sie hier verloren. Und das wird nochmal interessant. Ein Rest können sie setzen. RCK ist ziemlich low. Sehr stark von Nico hier gearbeitet. Und jetzt sind Giganti auf den Punkt angekommen. Da müssen sie jetzt irgendwie gucken, dass sie den Schild auch aufrechterhalten, damit Nico da nicht einfach durchmähen kann. Aber genau das tut er. Mit Kid dem Match zusammen kriegen sie ganz schnell LH Cloudy innerhalb von Sekunden und können noch weiter entgegenhalten. Trotzdem Ripper schon mit der Call Essence. Nico wird hier angegangen, auch von Maser. Aber der Berkler mit dem Lucio. Aber er hält weiter entstanden. Wunderschöne Helix-Rocket. Shadow auf dem Sombra geblieben. Die MP rausgehauen. Aber trotzdem, Eagle Gaming hält weiter entstanden. Ja, Nikos Tracking Aim hier definitiv am Start und hat jetzt auch schon eben sein Aimbot quasi ready, den er gleich einsetzen kann. Und das ist halt interessant. Ich meine, man hat es fast vergessen, aber Soldier kann halt auch eine Menge Schaden einfach austeilen. Und man sieht ihn natürlich nicht so oft, aber gerade jetzt mit den letzten Änderungen ist er halt auch stärker geworden, weil er natürlich weniger Damage-Roll-Off hat. Und das ist jetzt super interessant, wie eben das weiter gehandelt wird von Eagle Gaming, die hier erstmal erfolgreich gehalten haben. Aber Giganti weiß natürlich, was sie erwartet. Shader to Pay hier mit dem Switch auf Rotor kann auch direkt Leaf rauspicken. Ja, weil da natürlich hat er schon letztes Mal genau denselben Trick probiert. Also sehr schön hier einfach geändert von Team Giganti den Rotor gepickt und direkt einen Strich durch die Rechnung gezogen. Nico aber mit dem Tactical Visor gegen Tanks nicht ganz so effektiv und das merkt man einfach, ballert da mit rein. Aber leider ist keiner down und der Schildstopper jetzt schon auch schon ziemlich low. Haben eine Soundbarrier, können also mit einer gewaltigen AP-Anzahl mitten auf den Punkt draufrennen. Mit vier Tanks ist das halt richtig, richtig schwierig dagegen zu arbeiten. Eagle Gaming gibt sein Bestes, aber es ist halt sehr schwierig. Da kommt aber der Meteor Strike, Reaper's down. Der Sustain fehlt und da auch der Rest. Ich glaube, so langsam aber sicher zerbröckeln hier die AP-Backen von Team Giganti und Eagle Gaming mit der Hilfe von Leaf und Get the Mace können hier den Punkt nochmal aufräumen. Was ist denn bitte los mit den Jungs? Die haben sich eine komplett andere Taktik zurechtgelegt als das, was sie bisher in der Defensive gepackt haben. Und Shader2K natürlich hier auf dem Rotor hatte die richtige Idee, hat direkt Leaf rausgezogen am Anfang des Fightes und dadurch natürlich dafür gesorgt, dass die Menge Damage einfach verloren geht auf Seiten von Eagle Gaming. Aber Nico hier auf dem Highground konnte natürlich mit seinem Tactical Visor nicht so viel holen. Aber prinzipiell reicht es halt. Er kann halt einfach diesen Overall Damage reinschießen. Sie mussten sich zurückziehen und nach wurden sie da einfach rausgezogen. Und ja, Giganti findet hier nicht die Antwort. Und das ist ein richtig, richtig starker Hold hier bisher von Eagle Gaming, den man so an der Stelle nicht erwartet hätte. Genau so sieht es aus. Und mal schauen, jetzt kommt da nämlich die Grab, da sind viele Leute drin. Da kommt der Zwerg und das wird ein Feuerwerk. Nein, doch nicht. Keiner wirklich gefallen. Nur ein Kill haben sie bekommen, das ist bis jetzt nicht. Aber man sieht, Nico komplett uncontested. Tactical Visor und jetzt geht's rund. Kriegt er da die Kills aus. Die Kill kann sehr viel Damage abfangen. Und auch der Schild ist hinter der Quere. Superplug ist auch jetzt schon down. Team Giganti möchte den Punkt jetzt endlich einnehmen, denn sie möchten diese Chance noch wahrnehmen, da vielleicht noch weiter in den Playoffs jetzt überleben. Nico wird auch einfach niedergemacht von Shadow2K und damit einer nach dem anderen down gelasert, niedergebrutzelt. Team Giganti nimmt den Punkt hier an sich.
Und das war jetzt aber natürlich auch allerhöchste Eisenbahn, denn man hat jetzt nur noch 4 Minuten 20. Es ist eine Menge Zeit, die man einsetzen kann, aber prinzipiell, wenn sie nicht aufpassen, könnte es gefährlich werden. Aber sie rennen direkt auf den zweiten Punkt. Wissen natürlich, sie müssen jetzt möglichst schnell einnehmen, um mit möglichst viel Zeit hier rauszugehen und vielleicht auch fast den dritten Tick rauszuholen. Und Superflo geht hier direkt da und das könnte halt ein wichtiger Pick sein. Oh, ganz genau. Hip ist auch der nächste, der fällt Nico genauso safe. Das war, kommt da nochmal rein. Kann man gegenhalten? Jawohl, ohne Probleme. Wird da nochmal gegen Sustain geschildert. OCK, aber mit dem Double Kill Leaf wird auch ranguckt. So viele Kills jetzt schon für Team Giganti. Oh mein Gott, ich glaube, sie schaffen es hier einfach mit den Tanks, das ganze Team von IG Gaming zu überrollen. IG Gaming dachte zwar, sie haben hier die Sache in der Tasche, aber Giganti schlägt das Team mit ihren eigenen Waffen und nimmt sich hier Wolfskaya Industries mit. Ja, und das war jetzt natürlich der große Nachteil einfach. Du hast diese Tankbatterie, die über dich drüber rollt am ersten Punkt, nachdem du so lange wirklich halten konntest und gut halten konntest. Denn dass Giganti erst nicht wusste, wie sie darauf reagieren mussten, naja, das hat man gesehen. Aber als sie dann diesen Fuß auf den Punkt gekriegt haben, als sie dafür gesorgt haben, dass eben Eagle Gaming komplett gefallen ist, konnten sie halt auch direkt nachpushen, weil sie haben den Punkt vorher schon fast eingenommen, mussten dann nicht mehr lange stehen, haben die letzten Kills gemacht. Der Punkt ist quasi instant geflippt, der erste. Und dann konnten sie direkt auf den zweiten rennen. Naja, und dass dann der eben schnell fällt, wenn diese Tanks sich darauf festsetzen und wenn du dann als Verteidiger nicht die Picks setzen kannst, das haben wir gerade gesehen und das ist dann natürlich jetzt der große Nachteil natürlich für Eagle Gaming gewesen, die versucht haben, sich dazu zu defenden mit der Doomfist-Ult, die natürlich noch rauskam, aber es hat nicht gereicht. Ich meine, Giganti hat sich hier zurückgekämpft und wir gehen erstmal eine kurze Pause, bevor es weitergeht mit diesem spannenden Match. Meine Damen und Herren, Wolfskaya Industries konnten sich gerade Team Giganti mitnehmen und damit ist die ganze Serie um einiges spannender, ja. Und ja, IG Gaming auf jeden Fall, ja, die haben sich das, glaube ich, ein bisschen leichter ausgemalt, hatten da, glaube ich, gute Ideen einfach mit dem Soldier Doomfist, aber Team Giganti, die rennen die einfach rum. Ja, das war halt das Problem daran, ne? Ich meine, die Idee war super gut und sie hat ja auch sehr, sehr lange funktioniert, muss man ja einfach sagen. Aber am Ende hat es halt nicht ganz gereicht. Und am Ende hatten sie dann halt das Problem, dass sie entweder hätten ihre Ults wegwerfen müssen, um einfach komplett nochmal ihr Team zu switchen, aber hätten dann halt eben diesen großen Ult-Nachteil gehabt gegenüber Giganti, die ja quasi schon vor ihrer Haustür standen auf dem zweiten Punkt und eben auch nicht komplett alle drei Ticks einnehmen mussten. Und da hat es halt für Eagle Gaming am Ende nicht gereicht. War aber trotzdem starker Fight von ihrer Seite. Ich meine, gerade den ersten Punkt haben sie ja auch selber
überrannt, aber dann natürlich auch dieser extrem starke Hold von Giganti, die ihre 6-7 Minuten einfach den zweiten Punkt wirklich verteidigt haben. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man einfach sagen. Jetzt gehen wir auf Rialto. Shellet OK hat hier kurz mal den Wrecking Ball ausgepackt, hat kurz mal einen Dive ins Wasser gemacht, um dann jetzt wahrscheinlich direkt zu einem anderen Charakter zu switchen. Ich meine, wir haben das hier schon gesehen. Und Rialto jetzt, der Pick natürlich von Eagle Gaming, die hier schon gezeigt haben, dass sie eben sehr, sehr gut angreifen können und dass sie natürlich auch die ein oder andere Begrüßungstaktik haben, die gewisse Teams hier länger im Spawn gehalten haben als eigentlich notwendig. Ich glaube zwar nicht, dass Giganti das hier heute passieren wird, aber wer weiß, trotzdem jetzt erstmal Giganti als erstes in der Defensive. Und ich bin gespannt, ob die sich auch was überlegt haben hier für Eagle Gaming. Ah, mal gucken, wie sie hier vorgehen werden. Superblock hat auf jeden Fall jede Menge Spaß erstmal hier. Aber natürlich wird er wieder zum Main Tank swappen, zum Reinhardt. Weil dieses Duell, das möchte er sich nicht entgehen lassen. Ich möchte mir nicht den Hype entgehen lassen, Chat. Also lass es dann nochmal ordentlich regnen, weil das wird jetzt richtig spannend. Kann Team Giganti uns den Map Nummer 5 bescheren? Oder wird Eagle Gaming jetzt auf Rialto, ihre wahrscheinlich Lieblingsmap, die ganze Sache beenden? Weil das ist ihr Map-Pick, das ist ihre Chance, jetzt natürlich das Ticket für Paris zu sichern, fürs große Finale bei der World Cup Stage. Und das möchten einfach beide Teams natürlich nicht verpassen. Ja, und auch Giganti hat ja natürlich schon gezeigt, dass sie eben Rialto spielen können und dass sie auch im letzten Moment noch vorbeipushen können und auch am ersten Punkt schon alles aufhalten können. Aber jetzt hier Shattered OK erstmal auf der Pfarrer. Sorgt natürlich für eine Menge Damage einfach aus dem Himmel und Hades ist hier schon wieder dabei, sich Charge zu holen für seine Grab und ist auch schon wieder gut dabei, eben das Ganze aufzuladen. Schon wieder ein bisschen Vorteil gegenüber Devin und man versucht hier natürlich erstmal die Picks zu setzen. Man beäugt sich hier natürlich erstmal, aber bisher keine Picks und es wird erstmal geschaut, wie man hier jetzt weiter agieren kann. Ja, und jetzt versuchen sie da über die linke Flanke durch die Tür reinzurennen. Superblock auch mit dem Schild direkt mega aggressiv. Shattered OK findet da nicht ganz die Raketen. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Das gibt die Chance für Gaming natürlich dann da die Sache auszunutzen, die Tanks zu überrennen, wenn der Schaden halt fehlt. Das ist natürlich ein Heidenspaß für sie und Nico vor allem kann hier so viele Kills sich hier mitnehmen. Hades hat jetzt auch schon wieder die Graph fertig, so wie wir es halt auch von ihm kennen. Und Devin, oh, der wird da ein bisschen zerbrutzelt. Oh, aber da kann sich im letzten Moment noch zurückrennen. Das war ganz schön knapp. Und jetzt pusht natürlich Giganti entgegen und will Hades ziehen, der eben seinen Grab benutzen wollte, der aber gefressen wurde. Oh mein Gott, richtig stark. Hades hat sogar auf den Boden geaimt, aber diese Millizentimeter, selbst da wusste einfach OSTK Bescheid. Genau, er will graben wahrscheinlich. Und das ist halt immenser Game Sense. Und ja, Giganti kann damit standhalten. Das ist jetzt halt vor allem auch ein wichtiger Nachteil, den Eagle Gaming da einfach von Giganti zugefügt bekommt, denn Devin hat jetzt seinen Graph ready. Der kann ihn einsetzen, aber Nico hat auch schon gezeigt, dass er den eben auch predikten kann und fressen kann. Wer weiß, ob der halt rausgeht. Aber jetzt natürlich jetzt erstmal wichtig für Eagle Gaming, dass sie wieder auf den Punkt rushen, dass sie wieder sehen für sich einen mit Halo. Und hier gehen jetzt erstmal die Ultis raus. Sehr stark hier von Devin, direkt in die Wand eingesetzt, aber trotzdem kriegen sie damit nicht ganz die Kills, nur den Make von Nico bis jetzt. Und jetzt wird's interessant, die Soundbell kommt nämlich raus. Die Eagle Gaming rennt aggressiv nach vorne, Hades kann sich jetzt schon zwei Kills mitnehmen, ganze drei Kills und den Diva-Mac mit dazu. Der möchte natürlich sich ganz schnell wieder für diese Graph hier rächen und genau das tut der. Team Giganti muss diesen Punkt abgeben. Und das ist halt das Schöne. Eagle Gaming fängt sich da halt wirklich schnell und sorgt dafür halt, dass Giganti gar nicht so lange Chance zum Nachdenken bekommt, die hier zwar den grünen Spawn noch bekommen, aber trotzdem gemeinsam einfach rausgehen können. Auch wenn Ripper jetzt down geht, das ist natürlich bitter, weil dir jetzt eben dein Zenyatta fehlt, aber der hatte eh noch keine Transzendenz. Also ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Und ja, Giganti zieht sich hier auch erstmal komplett zurück. Eagle Gaming holt sich jetzt die nächsten Meter, die nächsten wichtigen Meter vor allem. Hat gar nicht so schlecht durchgepusht, aber Giganti konnte sie immerhin zweimal aufhalten. Und Nico hat natürlich jetzt auch seine Diva-Bombe und Hades seinen Graph. Das heißt, es könnte eine nette Kombo werden, die da eben jetzt auf Giganti wartet. Und genau, die kommt jetzt auch hier raus, direkt mit dem Self-Destruct hinterher und zwei Kills sind passiert. Richtig starke Kombo von Eagle Gaming, das ist halt die Map bei diesem Wetter, da gehen sie auf und da lassen sie sich auch nichts hier nehmen. Team Giganti muss schauen, dass sie da noch irgendwie gleich contesten. Ja, ich glaube, das Contesten sollte noch klar gehen, denn sie wurden ja relativ früh wirklich rausgezogen und selber haben sie jetzt eine Menge Ultis ready, die sie eben für die Verteidigung einsetzen können. Aber hier, Hip, wird jetzt erstmal rausgezogen von Ripper, das heißt, auf Eagle Gaming Seite fehlt direkt einer und deswegen zieht man sich auch erstmal zurück, will es da gar nicht zum Kampf kommen lassen und will auch gar keine Zeit verschwenden. Richtig gut von ihnen, bleiben da um die Ecke erstmal und Hades, ja, sehr schön, dass er da auch wieder versucht, natürlich die Situation zu nutzen, um seine Grab aufzuladen und schon wieder, guck mal, der hat wieder 70%, hat jetzt mal ebenso gleich aufgezogen mit Devin und damit ist er schon, ja, eine Grab komplett über Devin insgesamt.
Ja, und das ist natürlich bitter, wenn du dann outplayed wirst von der gegnerischen Saya, aber jetzt fliegen erstmal hier. Oh mein Gott, der Shatter geht raus! Das ganze Team auf den Boden geschmissen, richtig stark. Aber nur LH Claudius ist gefallen. Man konnte mit der Transcendence den Rest nochmal retten. Jetzt aber die Grab, da hat man keinen Sustain, da hat man keine Gegenmittel. Und Eagle Gaming marschiert hier einfach drüber, reißt hier alle nieder. Und Super Plug, der kann hier den Push für sein Team sichern. Hades, 15 Player Killstreak, der Junge ist nicht aufzuhalten. Der ist on fire und er hat vor allem auch schon wieder 30%. Das heißt, er ist schon wieder auf einem guten Wege zu seiner nächsten Ult. LH Claudi wird hier einfach noch weggefahren. Die kennen da nichts. Die rollen da drüber in den Spawn einfach rein, um natürlich noch möglichst viel Zeit rauszuholen. Und er hat es jetzt schon wieder bei 50%. Das heißt, der outplayt hier Devin einfach komplett. Und der kommt gar nicht dazu, seinen Graph einzusetzen, weil sie eben so schnell fallen. Und das ist natürlich bitter für Giganti. Ich meine, du hast die Ults, kommst aber einfach nicht dazu, sie einzusetzen. Und er hat es hier ständig am Grinden. Der will natürlich den Damage raushauen. Und will vor allem auch sein Graph wieder raushauen, aber Nico jetzt weiterhin mit der Diva Bomb auf Seiten von Eagle Gaming, die aber auch eine Menge einfach jetzt einsetzen können, um Eagle Gaming vom Himmel zu holen. Jetzt ist die Frage, kriegen sie die Graph raus? Da sind zwei Leute drin und damit im Self-Destruct kann man gut gegenarbeiten. Superblock wird gestunt und der ist auch damit down. Trotzdem auf der anderen Seite wird nochmal gegen. Self-Destruct auch genau da, findet leider keine Kills und Eagle Gaming muss sich da geschlagen geben und Hades wieder mal hart die Graph für den nächsten Fight bereit. Wer sich jetzt noch fragt, warum er den coolen Namen hat, das ist, weil der Junge einfach für diese Ultis lebt. Der weiß, der wollte nur merken, welche Taste er drücken muss und deswegen hat er sich das in den Namen geschrieben, damit er immer Bescheid weiß. Aber jetzt hier natürlich nicht zu viele Ults eingesetzt, beziehungsweise Eagle Gaming hier wirklich einen Dry-Push gemacht und gesagt, okay, wir benutzen keine Ults, wir wissen, dass wir hier fallen und verschwenden auch gar keine, denn Hades hat natürlich sein Graph ready bekommen, aber Giganti hat er eben auch nicht zu viel verschwendet, hat er wirklich aufgepasst und könnte da jetzt einen Vorteil haben. Graph kommt direkt raus und soll natürlich eben Giganti komplett aufhalten, der Shatter geht auch raus, kann aber nichts holen, oder? Komplett daneben und damit auch Soundbearer gegen Soundbearer. Jetzt wird es brenzlig. LH Claudi wird da einfach ins ganze gegnerische Team geschubst. Und das ist richtig schwierig jetzt für sie, irgendwie noch gegenzuhalten. Ohne Schild, ohne Frontline kann Eagle Gaming natürlich einfach nur über den Rest rüberrollen mit dem Discord auf. Hades ist bis jetzt immer noch nicht gestorben. 20 Kills schon unter seinem Namen und schon wieder bei 40%. Der ist wirklich eine richtig krasse Sache, ja. Der ist eine Maschine heute. Ich weiß nicht, wie der Junge das macht, aber der schratzt schon wieder hier. Der will natürlich seinen Graph noch schnell ready bekommen. Der Nico hat die Diva-Bomb, die er jetzt eben da auf den Punkt packen kann und die dafür sorgt, dass Giganti sich jetzt zurückziehen muss und die kommt auch raus. Mal gucken, ob die was abholen kann. Und da leider wird der Schaden nochmal negiert. Hades kriegt aber trotzdem nächsten Kill und die Gegame immer noch am Vorteil. Können sie die ganze Sache jetzt schon hier beenden? Es sieht ganz anders aus, Michael. Der Leaf, der haut da einfach nur wild durch. Hades schon wieder, die Graph ist bereit gegen die Säule. Alle werden festgenommen und Super Blug lässt es krachen. Den Hammer auf den Boden geschwungen. Da kann auch der Self-Destruct nicht mehr viel reißen. Und dieser knappe Meter wird mal eben eingenommen. Eagle Gaming pusht hier durch. Die zeigen sich einfach so stark heute und gerade Hades sorgt halt dafür, dass sein Team einfach den Platz bekommt. Der steht halt immer vor dem Gegner und Giganti kann einfach nichts machen. Die schießen natürlich auf ihn drauf, er lädt sich auf, er zieht sich zurück, hat sein Graph geführt, in jedem Fight zweimal ready. Ich weiß nicht, was der Junge da auch heute genommen hat. Ich glaube, der hat ein bisschen Müsli abbekommen von Superplug und hat sich gesagt, okay, die haben die ersten Maps gehört, aber ich drehe jetzt hier auf Rialto nochmal auf. Das war unser Map-Pick und hier zeigen wir jetzt, dass wir eben das Talent-Hauptquartier für uns eingenommen haben. Und Giganti muss darauf jetzt erstmal eine Antwort finden. 1:02 hat Eagle Gaming noch übrig. Das heißt, sie können jetzt entspannt dann noch das Ganze runterspielen, falls sie dann wirklich nochmal angreifen sollten. Und Eagle Gaming kann jetzt hier natürlich das Ding schon zumachen, indem sie sagen, okay, wir lassen Giganti gar nicht erst komplett durchschieben. Und die werden sich aber natürlich auch überlegt haben, okay, wir wissen, wie eben Eagle Gaming hier spielt. Wir wissen, was uns erwartet, wenn wir eben hier aus dem Spawn rauskommen und dass diese Begrüßungstaktik durchaus sehr gerne gespielt wird von Eagle Gaming. Das haben wir schon so oft gesehen. Die Frage ist, ob sie die jetzt auch auspacken. Denn gerade Giganti könnte die natürlich schneller knacken, als ihnen lieb ist. Andererseits haben sie durch diesen starken Begrüßungsattack, den sie ja immer aufsetzen, auch die Möglichkeit, eben fast dreimal zu engagen vor dem ersten Punkt. Und das sorgt dafür, dass sie eben auch fast dreimal die Möglichkeit haben, Giganti eben vom Payload runterzudrängen. Und da wird es jetzt interessant, ob sie das genauso machen wie immer oder ob Giganti, ob sie zu viel Angst vor Giganti haben einfach. Ja, ist jetzt halt die Frage, wie viel Risiko das mit sich bringt, weil normalerweise
könntest du jetzt dafür gehen, ich glaube, das werden sie auch tun, einfach weil sie merken, die spielen die ganze Zeit dieselbe Comp. Die spielen die ganze Zeit 3-3, da ist nicht wirklich schnelles Counterverhalten, wie zum Beispiel gestern bei Orklis. Bei Orklis war ja dann dieser Besten oder diese Ferrer, diese schnelle Gegenkills einfach, diese schnelle Gegenpicks, wodurch dann IG Gaming gemerkt hat, okay, die sind halt vorbereitet und jawohl, genauso wird es wieder passieren. Es wird sich herzlich begrüßt und am Abend direkt an der Eingangstür, ab zum Spawn, ab zur Payload-Team-Gigantie. Wie kommen die dagegen klar? Versuchen aggressiv gegenzuarbeiten und kommen auch hier direkt Superflug zum Mist. Der nächste Stand ist auch direkt da. Die haben da keine Angst, sagen, ja, hallöchen, herzlich willkommen, kommt doch mal rein in unsere gute Stube. Und da kriegen die jede Menge Schaden ab. Team Gigantie, die rollen einfach drüber. Ja, da sieht man halt, dass sie sich wirklich darauf vorbereitet haben. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie kann man eben diese Combo, die unten an der Tür steht, einfach überrennen, indem man halt von oben drauf droppt. Ist ja keine schlechte Variante. Und wenn du dann eben Superplug rechtzeitig wegbuchen kannst, beziehungsweise dann Lucio ihn direkt wegholen kann, dann hast du halt einen guten Entry und kannst da wirklich gegengehen. Und jetzt muss Fiege Gaming natürlich gucken. Sie haben jetzt natürlich den Ult-Nachteil, weil Staudi einfach schon 84% auf seinem Reinhardt wart, während Superplug nur 20% für seinen Shatter-Caddy hat. Aber hier, kann fast rausgenommen werden. Was ist denn los? Beide Reiner sind in den Gegner das Team geschleudert und LH Cloudy, der erste, der ja down geht, das ist wirklich hier brutal, was sie mit den Tanks machen. Also ich möchte da nicht mitspielen. EG Gaming aber direkt wieder mal die Grab Hades. Der Junge hat's aber auch drauf und damit sichert er den Fight für sein Team. Also der muss doch einen Boost drin haben, oder? Also so schnell wie der heute sein Graph Charge, Devin jetzt erst auf 90% nach diesem Fight, obwohl eben Eagle Gaming den ersten Fight verloren hat, sagt Hades, ist mir doch völlig egal. Ich charge jetzt schon meine nächste, während Devin eben noch auf dem Weg zum ersten ist und kann dann meinen nächsten Graph einsetzen. Aber das war natürlich stark gemacht hier von Eagle Gaming, aber Gigantie jetzt natürlich auch mit einigen Ults, die sie einsetzen können. Gerade der Shatter, der natürlich einige auf dem Boden befördern kann, aber Shatter, okay, geht hier erstmal down. Wieder der Vorteil für Eagle Gaming, damit können sie direkt wieder nach vorne marschieren und gleich auch zum eigenen Shelter direkt lossetzen. Der OCK wird aber hier fallen und einfach auch der Rest, einer nach dem anderen. Hades ist jetzt schon wieder bei 70%, während Devin nicht mal die erste Grab benutzt hat. Der ist bei 90, der hat gleich seine Grab, der wird sie ready bekommen. Hades, der möchte nicht nur nach Paris, der möchte auch zur OWL. Der empfiehlt sich hier aber auch, muss man einfach sagen. Also so wie der gerade spielt, der Junge, der ist on fire. Der brennt nicht nur im Spiel, sondern wahrscheinlich auch in Wirklichkeit so ein bisschen Ghostwriter-mäßig. Aber jetzt muss Gigantie halt langsam pushen, denn die Zeit tickt natürlich runter. Und sie landen jetzt erstmal direkt in der Grab, die Hades schon erspielt hat. Und die sind die Ersten, die halt agieren. Die Ersten, die den Drücker ziehen. Aber jetzt kommt der Counter. Jetzt haben sie hier genug. LH Cloudy kann sein Hammer durchschwingen und einfach alle niederreißen. Genau das haben sie gebraucht. Aber trotzdem hat das halt lange gedauert. Und ja, Team Gigantie, jetzt haben sie halt alles wirklich geused. Haben nur noch den Shatter übrig. Den müssen sie auch wirklich gut treffen. Und das Ding ist, Eagle Gaming natürlich hier mit ihren Support-Tools ready. Das heißt, sie können da auf jeden Fall nochmal drauflaufen. Und da sieht man halt diesen Vorteil von dieser Aggressivität. Denn sie können jetzt ein Geld schon machen, das auch mit ihrer. Aber der Shatter kommt raus! Und der trifft auch so viele, aber trotzdem kein Kill wegen der Transcendence von Hip. Genau im richtigen Moment. Und jetzt geht's los. Soundbarrier, Self-Destruct, alles wird benutzt. Und LH Cloudy ist ja wieder down. Team Gigantie also schwächer. Versuchen immer noch gegenzuhalten, aber werden alle in die Ecke gedrängt und einfach nur umgefahren. Eagle Gaming lässt nicht locker. Ist zwar weiterhin standhaft, denn die wissen ganz genau, was ihnen hier bevorsteht. Der Einzug ums Finale, um was die beiden Teams hier spielen. Und EG Gaming ist dem Ganzen wieder einen Schritt näher. Und soll ich dir mal was sagen? Hades ist schon wieder auf 80%. Der Junge ist einfach unfassbar. Der will seinen Graph im nächsten Fight einsetzen. Und das sind nur noch 40 Sekunden, die Gigantie hier für den ersten Punkt hat. Wenn die nicht langsam sich mal zusammenreißen, und das könnte schwierig werden ohne Ults, dann war's das hier für sie. Und das mit Paris, das können sie sich abschminken, wenn sie hier in Italien nicht dafür sorgen, dass sie eben komplett durchfahren. Aber Eagle Gaming will das jetzt verhindern. Die Graph ist ready. Der Shatter ist ready auf Eagle Gaming Seite. Und die können jetzt hier das Ganze nochmal rumreißen. Und der Graph kommt auch direkt raus. Oh, schon wieder gegen die Säule. Wird es ja eingesetzt und damit kriegen sie die Kills ja ohne Probleme. Und nur noch wenig Zeit übrig für Team Gigantie. Hades hat einen riesengroßen Rucksack und sein ganzes Team ist drin. Die nächste Grab sichert hier den Fight und Gigantie schafft es, glaube ich, nicht mal mehr zu contesten. Die Adler fliegen den Himmel empor. Sie wissen ganz genau, sie sind hier, wenn sie diesen Fight gewinnen, im Finale in Paris auf der World Cup Stage. Und genau dafür sichern sie sich gerade die Tickets. Die letzte Bombe, die letzte Chance, zerplatzt sie auch einfach in der Luft. RCK wird down gehen. Da kommen nochmal die Grab. Da sind alle drin. Oh. Aber Eagle Gaming lässt sich davon nicht beeindrucken. Und herzlich willkommen. Wir haben unser Finale.
Ja, die dürfen jetzt verdient nach Frankreich fahren, denn was sie heute abgerissen haben, das war definitiv finalwürdig. Und ich hoffe, dass sie das eben auch im Finale gegen die Angry Titans zeigen, die sich ja im Spiel davor qualifiziert haben. Aber ja, was war denn bitte heute mit Giganti los? Ich glaube einfach, dass die wirklich sehr, sehr confident an die Sache rangegangen sind und gesagt haben, okay, wir gewinnen das heute, wir wollen natürlich in das Finale, aber haben da nicht mit dieser Aggressivität gerechnet, die Eagle Gaming gestern schon gezeigt hat und heute nochmal einfach auf das nächste Level getrieben hat, gerade mit Super Plug am Anfang, der wirklich jeden Shatter gelandet hat, der auch dafür gesorgt hat, dass eben die Shatter von LH Cloudy einfach in seinem Schild landen und dadurch sein Team einfach komplett beschützt hat, während jetzt später dann Hades sowas von unfassbar aufgedreht hat, selbst wenn Giganti jetzt gerade eben Voskaya Industries noch für sich entscheiden konnte, hat es am Ende nicht gereicht und man muss sagen, Eagle Gaming hier richtig stark aufgespielt und richtig stark damit verdient, auch heute den Sieg geholt und dementsprechend im Finale. So sieht es aus. Also wirklich einfach hardest. Hard Carry, wirklich. Und den Q, wirklich, ich habe mich schon ganze Zeit, ich frage mich ja immer wieder, warum nehmen Leute nicht normale Buchstaben, ne? Einfach die richtigen Buchstaben. Das ist ganz klar. Das ist die Nachricht. Ich habe viele Ultimates. Direkt Q, die Taste. Einfach im Namen. Und das hat er bewiesen. Das war wirklich Hard Carry von ihm. Die Grabs sind halt einfach in so einem Tank-Duell ziemlich wichtig. Das Ult-Management allgemein und einfach auch stark von dem ganzen Team insgesamt, im Gesamtpaket einfach, ne, dass jeder halt so diese starken Momente hatte. Ne? Super Plug am Anfang, der hat einfach komplett das Reinhard-Duell dominiert. Dann später der Hardest. Nico auch konstant ganze Zeit durchgespielt, sehr flexibel sich gezeigt und einfach auch Leaf, der da einfach mal den Doomfist auspacken konnte. Also wirklich, wirklich phänomenales Team. Und ja, ich habe ja schon ein paar, ein paar Sachen gehört über das europäische Weltteam. Vielleicht kommt da ja Paris ran. Ich glaube, Pine Piston sind da definitiv mehr interessiert dran, wenn die das Match gerade gesehen haben. Ja, das ist auf jeden Fall dann, ne? Also, die haben sich jetzt definitiv empfohlen. Die haben gezeigt, okay, wir haben es drauf, wir wollen heute den Win holen und haben halt auch gezeigt, wie stark sie einfach zusammenspielen können. Ich meine, wer hätte das am Anfang gedacht? Klar, Eagle Gaming war eher so eine Überraschungsbox, muss man sagen. Also, die haben natürlich ihre Performance gezeigt, haben ihre Tank-Kombos am Anfang runtergespielt. Das war nicht wirklich originell, muss man sagen, weil sie auch auf Maps teilweise Tank-Kombos gespielt haben, die vielleicht gar nicht dafür geeignet waren, wie Anubis zum Beispiel, der erste Punkt, wo sie ja tatsächlich auch den Rotog dabei hatten und dann vom Highground Leute runtergeguckt haben. Aber trotzdem jetzt dann so aufzudrehen, gerade Richtung Finale, gerade natürlich auch gestern im Viertelfinale, wo man dann schon mal den ersten Eindruck bekommen hat. Und ich weiß nicht, ob eben Giganti sich das nicht angeschaut hat, das VOD, dass Eagle Gaming da wirklich so auftritt und sagt, okay, wir rennen unsere Tank-Comp eigentlich komplett immer drauf und dass sie jetzt natürlich auch am Ende Rialto eben picken konnten, am Ende, wo es wirklich um alles ging für sie, wo sie natürlich das Ding festmachen konnten. Das war jetzt für Eagle Gaming natürlich super und man könnte jetzt meinen, okay, Eagle Gaming hat mit Absicht einfach Voskaya Industries verloren und das dann aufgeben, dass sie halt Rialto picken, wobei Giganti wahrscheinlich auch Rialto genommen hätte, muss man ja einfach an der Stelle sagen, aber Giganti bisher immer sehr, sehr stark gezeigt und natürlich auch die Gruppe dominiert, aber dass das nicht heißt, das haben wir gerade gesehen. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, Eagle Gaming hat mich heute wirklich überrascht. Ich meine, das sieht man ja an unseren Picks. Wir beide haben gedacht, dass Giganti heute das Ding hier nach Hause fährt und auch dominant nach Hause fährt nach den letzten Performances. Aber es hat halt nicht gereicht. Ihre Performance, die sonst halt ausreichend war gegen den Rest der Gegner, die sie ja wirklich dominiert haben, gerade gestern natürlich einfach durchgefahren. Aber vielleicht ist es genau dieses Match gestern gewesen. Sie mussten sich nicht wirklich anstrengen, haben das Ganze vielleicht schon abgetan. Ach ja, wir fahren eh nach Paris und sind dann heute nicht komplett auf Punkt gewesen. Und Eagle Gaming wollte es halt einfach mehr. Ja, ich glaube, das ist halt echt schwierig zu sagen, weil Giganti hat versucht natürlich wieder so aggressiv zu spielen, mit dem Speedboost nach vorne zu gehen, aber Eagle Gaming hat das klar selber halt gemacht und ich glaube, sie waren da einfach überall ein Stückchen schneller. Wirklich hatten da auch natürlich mehr Ultra-Charge währenddessen bei Hades, ganz klar, mit den Grabs sehr gut agiert, aber wirklich waren sie auch meistens diejenigen, die da halt zuerst agiert haben und auch wenn Superplug vielleicht ein paar Mal aggressiv gespielt hat, es hat funktioniert, weil das ganze Team auf derselben Seite war und alle haben mitgezogen, ne? Wenn einer da irgendwie agiert, wenn einer angreift, wenn einer engaged, dann ist das ganze Team dahinter und währenddessen bei Giganti sah das halt irgendwie nicht so stark aus wie gestern. Wir haben es ja vielleicht am Anfang noch ein bisschen gesagt, ne? Gestern gegen Young and Beautiful, sie hatten halt nicht die richtige Herausforderung, ne? Wurden da nicht wirklich auf die Probe gestellt und jetzt wurden sie auf die Probe gestellt und leider durchgefallen. Ganz klar, muss man sagen. Also, wirklich konnten sich nicht irgendwie anpassen. Ich muss auch sagen, eigentlich hätte ich lieber, ich hätte mir mehr Hunter gewünscht noch von Shedder oder zumindest früher auch, weil das ist ja eigentlich eine gute Antwort, gerade gegen die Tanks. Haben sie es versucht, aber auch selbst da wurden sie einfach nur umgeschmettert und ich denke wirklich gerade in diesem Duell
Sehr viel hängt einfach daran, Saria gegen Saria. Und das hat ganz klar Hades gewonnen. Ja, also den Jungen, den konnte er gerade am Ende halt nichts mehr aufhalten. Da hast du halt gemerkt, wie stark er einfach auf dem Charakter ist und wie weit er auch teilweise vorgegangen ist. Ne? Ich meine, der ist ja wirklich bis zum Spawn mitgepusht, hat dann sich abschießen lassen, hat dann natürlich seine Ult gecharged, hat sich selber gecharged und hat dann im nächsten Fight natürlich wieder den krassen Vorteil einfach gehabt, im Gegensatz zu der Saya von Giganti, die da nicht hinterher kam, die einen riesen Ult-Nachteil einfach immer hatte. Ich meine, in der Zeit, wo eben Gigantis Saya eine Ult hatte, hat ja Hades fast gefühlt drei gecharged. Und das ist dann natürlich auch ein großer Nachteil, den du einfach als Team hast. Aber das liegt natürlich nicht einfach nur an der eigenen Saya. Denn wenn du da nicht mit deinem Team durchpushen kannst und wenn auch dein Main-Tank dann, LH Cloudy, der heute definitiv nicht so zum Zuge kam, wie wir es von ihm gewohnt sind, dass der dann so komplett teilweise unterdrückt wird oder einfach, wie wir es jetzt gerade am Ende noch gesehen haben, in das gegnerische Team reingebubt wird, komplett getrennt und dann natürlich abgefarmt wird, das ist dann natürlich bitter und dann fehlt das dann halt auf allen Ebenen und das ist ja die Taktik, die Giganti auch ganz gerne gefahren hat. Sie haben einfach die Leute getrennt, die anderen Teams, die sie bisher so besiegt haben, haben sie wirklich auseinandergetrieben und dann einzeln natürlich gejagt und gekillt. Aber dass Eagle Gaming das eben auch ganz gut kann, wer hätte das gedacht? Ich meine, ich hätte wirklich, wäre heute davon ausgegangen, ja, Giganti, das wird vielleicht ein knappes Match, aber die sind einfach koordinierter, die gehen wirklich gut an die Sache ran, trennen eben das Team voneinander, farmen dann einzeln ab und dann war es das. Aber Eagle Gaming hat das halt einfach umgedreht, hat sich teilweise auch nette Taktiken überlegt, wie auf Voiskaya auf dem ersten Punkt mit Doomfist und Soldier, um eben Giganti so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Hat nicht ganz funktioniert, weil Giganti dann natürlich komplett durchpushen konnte, aber trotzdem natürlich diese Ideen waren auf ihrer Seite besser, die Ausführung war heute definitiv auch besser und es ist schön zu sehen, dass eben Eagle Gaming sich da wirklich hingesetzt hat und sich auf dieses Matchup scheinbar auch sehr, sehr stark vorbereitet hat und jetzt eben gegen die Angry Titans ins Finale einfahren. So ist es und jetzt erstmal zum Siegentipp. Hello, you must be feeling, yeah, feeling very, very good right now. Yeah, exactly. We knew it's gonna be a tough game and a tough week and we won, so for sure we are really happy right now. Especially considering, I mean, I feel a bit guilty because yesterday I was all for Eagle Gaming. Today I lost the faith a little bit, but you proved me wrong. I know the desk feels the same way. In terms That's of okay. There we see, I'm forgiven already. Yes. In terms of finals though, I mean, you've got a lot of time now to prepare, but I know Nico's on the French team for the World Cup. How do you go about balancing those two roles and prepping the team? Yeah, I'm actually already talking with the French coach and we are trying to set up something that could help everyone to be able to work on the World Cup and also on the contenders for sure. That's clear. I know what's going to happen because we know Eagle Gaming, you like to keep it in-house, so you'll keep it in-country as well and probably scrim each other and then none of us will get to see the French team or Eagle. Is that the sneaky plan or are you not going to tell us? I won't tell you. Of course you won't. Okay, final question for me. Of course, playing now, you're going to be playing at the Paris group stage for the World Cup. Is playing in front of that home crowd going to be what helps you beat Angry Titans? Yeah, I think it's going to be amazing. Angry Titans is a really good team, so we have to work hard to have a chance to beat them. But today we are confident and we want to be there already. I'm excited for you. Well done, Eagle Gaming. Well done on the win. Cannot wait to see you guys in finals. There it is. We have... So, und das war das Siegerinterview. Natürlich wieder mit dem lieben Coach von Eagle Gaming, dem lieben Fefe. Und natürlich, ja, wieder, es wird nichts verraten. Die sind stolz über den Sieg, die haben hart dafür gekämpft und jetzt natürlich das nächste Ziel, was natürlich auch ein bisschen zusammengemixt wird, World Cup, weil die spielen auf der World Cup Stage im September in der Frankreich Stage und jetzt natürlich auch muss man halt ein bisschen für beides preppen und das kann natürlich ein bisschen problematisch werden, aber mal schauen. Aber ich hatte ja heute mein Interview mit Radio Boy und genau das Thema kam da auch auf, dass es eigentlich ja ganz clever wäre, einfach Angry Titans zum Beispiel gegen das deutsche Team scrimmen zu lassen, damit beide quasi eben dieses Training bekommen. Und genau dieselbe Idee haben sie ja auch gerade besprochen, auch wenn er das natürlich nicht verraten möchte. Aber das ist natürlich direkt möglich, weil du kannst natürlich beide Teams gleichzeitig trainieren, gerade zum Beispiel bei uns dann auch Radio Boy, der eben Angry Titans unterstützen möchte, aber auch das deutsche World Cup Team. Das ist halt eigentlich eine gute, wirklich Möglichkeit, die man da rausholen kann. Und vielleicht machen sie den Franzosen das ja genauso, ne? Wer weiß. Und das wäre dann natürlich doppelt interessant, weil im World Cup treten wir dann gegeneinander an und dann natürlich auch im Finale.